Ganz herzlich willkommen zu dieser Jahrestagung, das sage ich aus dem Erzgebirge via Frankfurt nach Berlin. Das sind eben die Verhältnisse, über die die einen klagen und die anderen gar nicht so sauer sind. Ich habe nur festgestellt beim Lesen Ihrer Biografie, dass wir beinahe heute nicht zusammengekommen wären, weil man Ihnen auch ein Mathematikstudium angeboten hat, so wie mir. Und wir hätten uns demzufolge beinahe auf einem Mathe-Kongress vielleicht getroffen. Offenkundig war das keine Mangelware in der DDR. Aber es ist dann gut gegangen. Herr Mau hat dann, und das sage ich jetzt an alle und grüße Sie damit auch herzlich, hat dann von 1991 bis 1997 Soziologie und Politikwissenschaft an der FU in Berlin studiert und ist dann in den darauffolgenden 3 Jahren an das Europäische Hochschulinstitut nach Florenz gegangen und war dort der erste ostdeutsche Doktorand. Da würde man jetzt sagen, Glückwunsch an die Person und Schande über die Institution, denn zu der Zeit hatte die eine oder andere amerikanische Spitzenuniversität schon Ostdeutsche berufen. Aber so ist das eben mit dem Zusammenwachsen und der Integration offenkundig. Von Florenz ist er dann nach Berlin zurück und dann nach Bremen. Deshalb gibt es hier auch eine besondere Fangruppe für den Referenten in Bremen. Und von dort dann nach einer Professur für politische Soziologie auf die Professur für Makrosoziologie 2015 an der Humboldt-Universität. Und dann, sagen, als nächstes ganz großes Highlight, der heute früh schon mehrfach erwähnte Leibniz-Preis des Jahres 2021. Ich weiß nicht, Herr Mau, wie oft Sie das schon gehört haben, dass ich immer der erste Ostdeutsche in dieser oder jener Funktion war und wie sehr Ihnen das auf die Nerven geht. Darüber können Sie ja nachher ein wenig reflektieren. Die Schwerpunkte der Arbeit sind sozusagen die Themen, die in dieser Phase gerade an die Spitze des Interesses gerückt sind, transnationale Lebenswelten, Sozialstrukturen Europas und eine kritische Sicht auf das metrische Wir oder die Quantifizierung des Sozialen oder die vermessene Gesellschaft, wie immer man die Metapher wählen will. Und dann sagen der Bestseller über Lütten Klein, und ich weiß nicht so richtig, wie man sowas präsentiert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Sie möglicherweise ja mit anderen Büchern noch viel glücklicher sind als mit diesem. Aber das hat Sie jedenfalls ganz deutlich über den Kreis der Experten hinaus bekannt gemacht. Ein informierter Bericht über ostdeutsche Sozialstrukturen und Weltbilder, der vielleicht auch durch das Zusammentreffen mit dem 30-jährigen Jubiläum der Umbrüche in Ostdeutschland auf das Interesse getroffen ist, dass ähnlich intendierte Texte vielleicht von Wolfgang Engler und anderen vorher so nicht gefunden haben. Wenn man auf die Webseite von Steffen Mau geht, dann sieht man, dass er ein unheimlich schneller Arbeiter sein muss, denn da steht: Sollten Sie eine Abschlussarbeit vorhaben, reichen Sie 3 Tage vor der Sprechstunde ein Exposé ein, womit ja irgendwie das Versprechen verbunden ist, dass das auch alle dann gelesen haben. Also ich kann dazu vor nur den Hut ziehen. Ich bräuchte da manchmal etwas länger. Jedenfalls schneller Arbeiter, theoretisch ambitioniert, empirisch mit vielen Schwerpunkten, aber dann doch, wie die FAZ stereotypisiert, der Autobiograf des Ostens. Und das Etikett werden Sie wahrscheinlich irgendwie nicht mehr richtig los. Das zeigt dann einerseits eine Konjunktur der Nachfrage und andererseits aber die Meisterschaft des Soziologen, eben auch unabhängig von solchem Jubiläumsboom, etwas Bleibendes über Gesellschaft auszusagen. Und wenn ich den Titel der heutigen Vorlesung oder des Vortrages oder der Keynote richtig interpretiere, werden wir jetzt gleich auch wieder neue Beobachtungen sehen zu Ungleichheiten, die gerade entstehen oder die wir gerade beginnen zu beobachten. Ob das identisch ist, darauf bin ich ehrlich gesagt ganz gespannt und übergebe Ihnen sehr gern, was sagt man hier, den Bildschirm und freue mich auf Ihren Vortrag.
Ja, herzlichen Dank nochmal für die nette Einführung. Ich habe jetzt eine ganze Menge Lametta schon bekommen. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu schwer und ich kann dann auch die Erwartung einigermaßen befriedigen. Heute, ich sage schon vorab, werde ich über den Osten, jedenfalls den deutschen Osten, überhaupt nicht sprechen und ihn nicht absichtsvoll nicht erwähnen, sondern er hat einfach jetzt mit meinem Thema so zentral nichts zu tun. Ich möchte ein bisschen allgemeiner über Fragen von neuer Strukturbildung oder Cleavages, wie man das häufig nennt, sprechen. Und ich habe Ihnen natürlich auch eine Präsentation mitgebracht, die ich jetzt mal versuche hier zu teilen und zu starten. So, jetzt sehen Sie noch die falsche Ansicht. Das muss ich hier nochmal wechseln. So, jetzt sollte es klappen. Und dann geht's los. Ich muss gleich dazu sagen, das ist keine Einzelarbeit, die ich hier präsentiere, sondern in meinem Team entstanden. Also es sind zwei, drei Papiere, die wir jetzt so nach und nach produziert haben. Nicht alle sind publiziert, vor allen Dingen in der Zusammenarbeit mit Thomas Lux, aber auch anderen Mitarbeitern hier an meinem Lehrbereich. Und was uns so umtreibt, ist natürlich eine häufig diskutierte Frage. Ja, wie stellen sich eigentlich neue Konfliktlinien dar? Welche ja, neuen Ungleichheiten gibt es und wie strukturieren die eigentlich gesellschaftliche Konflikte? Und wenn man jetzt über Cleavages spricht, da wissen wir, da gibt es eine ganz alte und gut etablierte Theorietradition, angefangen von Lipset und Rockan. Und diese Theorien interessieren sich eigentlich immer für langfristige Zuordnung von Wählerschaften zu politischen Lagern auf der Basis von bestimmten strukturellen Fraktionierungen innerhalb der Bevölkerung, sei es basierend auf sozioökonomischen Disparitäten, regionalen Unterschieden, auch religiösen Unterschieden oder auch kulturellen Prägungen. Eine stärker soziologische Perspektive, wie wir sie heute ein bisschen oder ich sie einnehmen möchte, interessiert sich primär, also jetzt nicht für Fragen der Wahlabsicht, sondern für den Zusammenhang von sozialstrukturellen Lagerungen und sozialen und politischen Orientierung. Das ist sozusagen die konzeptionelle Voreinstellung, die Sie jetzt mit mir erstmal einnehmen müssten, um dann auch das Folgende entsprechend aufnehmen zu können. Gut, Ungleichheit ist ja sozusagen eines der Zentralthemen der Soziologie. 50% aller Soziologinnen und Soziologen betiteln Dinge mit Ungleichheit. Ich werde manchmal gefragt, warum ich zum Beispiel über die Transformationsgesellschaft schreibe und alle Soziologen irgendwie neue Gesellschaften ausrufen. Da sage ich ja gut, das ist unser Gegenstand, das ist doch klar. Wenn man Mikrobiologe ist, dann wird man wahrscheinlich auch immer denselben Gegenstand adressieren. Ungleichheit ist ein zentraler Begriff, klar, da geht es um Besser- und Schlechterstellung von Menschen und sozialen Gruppen, anders als bei Heterogenitäten oder Unterschieden gehen wir eigentlich davon aus, dass es gesellschaftliche Gründe gibt und dass es bestimmte Formen der Strukturierung gibt, die diese Schlechter- und Besserstellung bedingen. Und die gesamte sozusagen klassische Tradition, die hat sich natürlich immer sehr stark, nicht ausschließlich, das wäre auch falsch, das zu sagen, auf so eine gesellschaftliche Grundspannung zwischen oben und unten konzentriert. Also da geht es eben um die Ungleichverteilung von Ressourcen, Positionen, Anerkennung und Macht üblicherweise in geschichteten Gesellschaften. Und wie die nun geschichtet sind, darin unterscheiden sich die theoretischen Konzeptionen, ob wir über Klassen reden, über Schichten oder auch über Milieus. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass ja, große Teile der soziologischen Theorietradition den Begriff der Klasse zentral gestellt hat, ich glaube, das ist relativ unkontrovers. Ob das jetzt Marx war oder auch eine weberianische Konzeption von Klassen. Jedenfalls ist damit immer die Behauptung verbunden, dass eine spezifische Art von Klassensegregation oder Klassenlagerung auch eine Wirkung auf politische Orientierung und auch auf spezifische Konflikte in der Gesellschaft haben. In der Politikwissenschaft haben wir die lange Tradition der Forschung zu Class Voting. Also wie eng gestaltet sich eigentlich der Zusammenhang zwischen einer Klassenpositionierung und dem Wahlverhalten? Damit auch verbunden natürlich, dass bestimmte Parteien als typische Alliierte auch beispielsweise der Arbeiterklasse oder der bürgerlichen Klasse angesehen
wird eine Theorie, die jetzt in meinem Feld auch der vergleichenden Sozialpolitikforschung immer wichtig gewesen ist, ist die Machtressourcentheorie von Walter Korpi, dann auch fortgeführt von Gösta Esping Anderson, mit der Annahme, dass sich eigentlich bestimmte Machtverteilung innerhalb der Gesellschaft durch demokratische Teilhabe verändern lassen. Also es kann zum Beispiel eine wohlfahrtsdemokratische Nachfrage nach Umverteilung geben, sodass sich doch die Verteilungsverhältnisse substanziell verändern können. Und der Sozialstaat als institutionalisierter Klassenkompromiss ist im Prinzip der zentrale Ausdruck davon, dass untere Schichten eben auch ihren Teil des Kuchens einfordern können darüber, dass sie eben entsprechende Parteien wählen, dass sie Gewerkschaften gründen, dass sie sich kollektiv organisieren und dass sie dann letzten Endes auch an Regierung teilhaben. Diese enge Verknüpfung zwischen Klasse und Wahlverhalten, die ist auch schon seit 25, 30 Jahren herausgefordert worden. In der angelsächsischen Debatte spricht man eben von Death of Class, also der Tod der Klasse als dem zentralen Prädiktor für Wahlverhalten. Und wir haben natürlich auch in der Sozialstrukturforschung jede Menge Annahmen und auch empirische Forschung zu diesen Fragen von Entstrukturierung und Verflüssigung. Also sind Klassen überhaupt noch die relevanten erklärungskräftigen Einheiten, die man nutzen kann, um zum Beispiel eine Positionierung im politischen Raum zu beschreiben, bis hin daran, dass Ulrich Beck eben gesagt hat, ja, Klasse ist eine Zombie-Kategorie, dass die konserviert, diese Begrifflichkeit konserviert letzten Endes eine Vergangenheit, die nicht mehr existiert. Gut, jetzt wissen wir natürlich alle, die Klassenkonflikte sind nicht das Einzige, womit wir uns heute beschäftigen. Wir haben eine sich stark verändernde Gesellschaft, also das Vordringen postmaterieller Werte, also Wertewandel, die Öffnung des nationalgesellschaftlichen Raums durch Europäisierung, Transnationalisierung, Globalisierung, Veränderung der beruflichen Strukturen, auch sozusagen Verbesserung der allgemeinen Bildung, Tertiarisierungsprozesse, auch der kollektive Fahrstuhl nach oben. Das sind alles Dinge, die natürlich grundsätzliche Veränderungen der gesellschaftlichen Ordnung mit sich bringen. Und damit natürlich auch vielleicht diese alten Klassenkonflikte etwas in den Hintergrund treten lassen, obwohl man wiederum sagen kann, die kommen natürlich auch zurück, weil sich die Ungleichheit verschärft. Und das wissen wir jetzt auch aus vielen Studien von Piketty und anderen, dass sozusagen Klasse vielleicht nicht vollständig weg ist. Aber wir haben veränderte Ungleichheitskonflikte, würde ich sagen. Also nach dieser weitgehenden Befriedigung auch der alten Klassenkonflikte in der Nachkriegszeit, vielleicht ein neues Aufbrechen von materiellen Ungleichheiten, aber auch neue sogenannte identitätspolitische Konflikte, bei denen es dann um Minderheitenrechte geht, um Fragen sexueller Identität, genderspezifischen Ungerechtigkeiten. Und das ist letztendlich eine Latte, die könnte man jetzt noch fortsetzen. Das ist willkürlich herausgegriffen. Und zu all diesen Bereichen gibt es spezifische Forschung. Mike Savage hat ein neues, interessantes Buch über Ungleichheit geschrieben, was vielleicht auch zukünftig mal ein Standardwerk der soziologischen Ungleichheitsforschung werden kann. Und der warnt schon in seinem einleitenden Kapitel darum, dass wir jetzt in der Gefahr stehen, diese sehr unterschiedlichen Ungleichheitsarenen oder Aspekte in unterschiedliche Boxen hineinzustellen. Also, dass man eigentlich Gesellschaft nicht mehr im Zusammenhang betrachtet, sondern es gibt diejenigen, die machen Antirassismus- oder Rassismusforschung. Es gibt diejenigen, die beschäftigen sich mit Arbeitsmarktungleichheit, die Bildungsungleichheitsforscher, die Migrationsforscher, die Ungleichheit im Blick haben. Und das zerfällt alles so ein bisschen. Also eigentlich ein sehr sozusagen ausdifferenzierter und zum Teil auch sehr elaborierter Forschungsstand, der sich da jetzt entwickelt hat, aber der große Zusammenhang geht eigentlich verloren. Zum Beispiel die Frage, wie sich eigentlich Anerkennung und Umverteilung zueinander verhalten. Dazu ist ja auch was gemacht worden. Das ist jetzt nicht so, dass es da überhaupt nichts gibt. Nancy Fraser und Axel Honneth haben ein ganzes Buch dazu geschrieben, zu diesem Verhältnis. Aber in der empirischen Forschung sozusagen sind diese Dinge doch häufig voneinander getrennt. Und die Frage, die ich jetzt hier in dem Vortrag so ein bisschen beantworten möchte oder wo ich drauf gucken möchte, also was sind eigentlich neue Arenen von Ungleichheit, was sind neue Diskurse,
und damit auch neue Strukturmuster. Und da orientiere ich mich natürlich jetzt erstmal an der allgemeinen wissenschaftlichen und zum Teil auch publizistischen Debatte, was da eigentlich passieren könnte. Und Sie alle kennen das. Es gibt diese neue sogenannte Zwei-Lager-Theorie, wie ich das jetzt mal nenne. Also westliche Demokratien stehen in der Gefahr, sich in zwei gegensätzliche Lager, also gesellschaftliche Lager, nicht nur politische, aufzuspalten, die sich fundamental gegenüberstehen. Das ist ja auch ein Zentralthema Ihres Forschungszentrums. Und das ist jetzt von eine Umfrage des Exzellenzclusters Religion und Politik in Münster, habe ich jetzt hier mal rauskopiert aus der Zeit online letzte Woche. Forscher sehen zunehmende Polarisierung in EU-Staaten und die Gesellschaft spaltet sich auf in zwei letzten Endes kompromisslose, vielleicht auch antagonistische Blöcke. Das WZB hat diese Woche die Mitteilung herausgegeben, gegeneinander die Polarisierung der Gesellschaft verschärft sich. Und wir haben eine ganze Menge auch an Indikatoren, Indizien dafür, dass es Trends gibt, dass sich Konflikte verschärfen auf der politischen Ebene, dass wir durch die Nutzung von neuen Medien veränderte Kommunikationsstrukturen haben, auch Migration, natürlich auch neue Formen des ethnischen Wettbewerbs oder auch von kulturellen Bedrohungsgefühlen mit sich bringen kann. Aber das ist alles bekannt, das möchte ich jetzt im Folgenden auch nicht leugnen. Aber ich möchte trotzdem versuchen, ein bisschen tiefer in diese Fragestellung einzudringen. Und deswegen rekapituliere ich jetzt erstmal diese allgemeinen Thesen. Also wo ist das gezeigt worden, dass sich eigentlich so eine stärkere Polarisierung ergibt? Zunächst mal in der Forschung, also Krisi et al. Und es gibt eben doch noch mehr, die eben gezeigt haben, dass es eine Restrukturierung des Parteiensystems vor allen Dingen mit Blick auf Westeuropa gegeben hat. Vor allen Dingen eben mit dem Aufkommen rechtspopulistischer Parteien, aber auch sozusagen universalistischer, ökologischer Parteien dann auf dem linken Spektrum. Wir haben diese Unterscheidung von Gary Marx und anderen zu TAN versus GAL, also Traditional Authoritarian National versus Green Alternative Libertarian Parties. Sie kennen diese Unterscheidung zwischen Somewheres and Anywheres von Godard oder auch das, was Michael Zürn heute auch schon angesprochen hat, diese Trennung zwischen Kosmopoliten und Kommunitaristen. Und ob das jetzt auf der Parteienebene ist oder auf der gesellschaftlichen Ebene, überall sozusagen ist die Behauptung im Prinzip vorhanden, dass es doch eine Lagerbildung gibt, eine gesellschaftliche Lagerbildung, die auch auf spezifischen Strukturen, gesellschaftlichen Strukturen aufsitzt und wir doch eine auch Neukonturierung gesellschaftlicher Konflikte erleben können. Zum Beispiel eine Wegbewegung von sogenannten sozioökonomischen Konflikten, die ich jetzt mit Klasse beschrieben habe, hin zu möglicherweise kulturellen Konflikten, die sich dann auch auf einer anderen Achse organisieren. Also da ist eben diese Frage von Öffnung, Universalismus versus Schließung sozusagen das zentrale Konfliktfeld und möglicherweise damit verbunden auch eine neue Form von Class Voting. Die These ist hier, dass die unteren Schichten doch eher auf dem kommunitaristischen Pol aufsitzen und die oberen Schichten eben die kosmopolitischen Einstellungen verkörpern. Und hier eben damit verbunden auch eine wertemäßige Polarisierung. Hier Cleavage wiederum als strukturell verankerte und langfristige Spaltungslinie. Also das ist das, was wir überall lesen können. Und wenn man das jetzt so mal darstellt, dann sieht das im Prinzip so aus. Die Bezeichnungen, die können variieren, die man dafür wählt. Aber das ist sozusagen der neue gesellschaftliche Konfliktraum, der sich ergibt. Und ich will jetzt im Folgenden auch gar nicht bestreiten, dass der möglicherweise existiert. Ich möchte sozusagen nur jetzt mit unseren soziologischen Instrumentarien, auch der Einstellungsforschung, mal gucken, ob er sich wirklich auf der Ebene der Bevölkerung so auskonturiert. Ich nehme jetzt noch ein paar weitere Personen als Reibebäume, unter anderem meinen Kollegen Andreas Reckwitz. Das kennen Sie ja alle sozusagen mit der These eines fundamentalen gesellschaftlichen
Wandels weg von der Standardisierung hin zur Singularisierung und damit verbunden auch die Ausspaltung der Mittelschichten in eine, wie er das nennt, alte und eine neue kulturelle Mittelklasse mit stärker auch kosmopolitischen Orientierung. Und Reckwitz sagt zudem auch in seiner Definition der Klassen, dass es eine spezifische neue Verzahnung einer strukturellen Lagerung dieser Klassen, Mittelklassen und ihrer kulturell-mentalen Orientierung gibt. Also die neue dominante Konfliktstruktur ist eine kulturell-politische Konfliktlinie, die in gewisser Weise sozialstrukturelle Veränderung und auch Fragmentierung innerhalb der Mittelschicht spiegelt, sodass letzten Endes Struktur und Kultur ganz eng zusammengehen. Ich habe das in einem Aufsatz, der das ein bisschen kritisiert, als Kulturstruktur benannt, weil beides eben nicht mehr voneinander, auch nicht analytisch voneinander separierbare Aspekte sind. Also innerhalb des Begriffes und der Definition der Klasse verschmelzen strukturelle Definition und sozusagen die wertemäßige kulturalistische Zuordnung. Und dann kommen wir eben zu so einem Bild, wo es eben die apertistischen, wie er das nennt, also auf Offenheit drängenden und kosmopolitischen Haltung der neuen Mittelklasse gibt und die traditionalistische und diversitätsskeptische alte Mittelklasse, die eigentlich sehr ähnlich dann auch ist wie die Unterklasse oder die Unterschicht. Und wenn man das jetzt genauer nochmal liest, dann ist damit natürlich noch mehr verbunden als jetzt nur Kosmopolitismus im Sinne von einer Offenheit ins Globale hinein, sondern es sind eine ganze Menge Einstellungen, die da benannt werden, also affirmative oder bejahende Haltung zu nicht heteronormativen Lebensformen, Selbstentfaltung, Diversitätsenthusiasmus, Gleichberechtigungsorientierung, ja, Willkommenskultur im Hinblick auf Migration, Orientierung an Menschenrechten und Nachhaltigkeit. Es gibt so eine ganze Kette von positiven Attributen, die mit dieser neuen Mittelklasse verbunden ist und die sie offensichtlich deutlich von der alten Mittelklasse abheben sollte, weil die sich immer nur darin spiegeln. Die sind im Prinzip letztendlich das Gegenteil. Wir haben da auch eine große Diskussion darüber, was sind eigentlich sozusagen, wenn man diese Einstellung anguckt, was sind eigentlich relevante Erklärungsfaktoren? Das kennen Sie auch alle. Spielt die Globalisierung, neue Unsicherheit, Abbau des Wohlfahrtsstaates, Ungleichheiten, spielt das eine Rolle? Oder sind es eher kulturalistische Aspekte, die jetzt mit der Öffnung des nationalstaatlichen Containerraums an Gewicht gewinnen, die man da in Betracht ziehen müsste, sodass eben vielleicht schon vorher vorhandene autoritäre Haltung, xenophobe Haltung eben deutlicher an die Oberfläche treten, als das vielleicht in einem abgeschlossenen nationalgesellschaftlichen Raum der Fall ist. Sozusagen eine zentrale These ist dabei eben diese strukturelle oder sozioökonomische Deklassierung, treibt eigentlich diese rechtspopulistische Bewegung voran. Das sind dann hauptsächlich Abgehängte. Das weiß man eben auch von den Wählerschaften der AfD, dass da eben sozioökonomischer Status oder auch die sozialen Indikatoren einer kleinräumlichen Einheit oder einer Region eine relativ große Rolle spielt. Man kann da auch weiter zurückgehen, also auch wiederum Lipset, der eben gezeigt hat, dass die Arbeiterklasse jetzt nicht sondern der natürliche Verbündete oder die natürliche Verbündete aller positiven, sozusagen fortschrittlichen Politiken ist, aller emanzipatorischen Politiken, sondern dass es auch da eben eine gehörige Portion von autoritären Orientierungen gibt oder was wir auch untersucht haben, also so ein Working-Class-Chauvinism, dass man zwar für Umverteilung ist, aber im Prinzip die Nutznießerschaft des Wohlfahrtsstaates doch begrenzen möchte auf diejenigen, die dazugehören, und das ist dann meistens national oder ethnonational definiert. Cornelia Kopitsch ist in ihrem Buch noch ein Stück weiter gegangen. Die hat im Prinzip sowas formuliert, was ich jetzt mal Reaktanzthese genannt habe. Das ist nicht nur, dass es sozusagen da sozioökonomische Antriebsfaktoren gibt, sondern dass letzten Endes das liberale oder kosmopolitische Lager so etwas provoziert wie eine Gegenbewegung, weil auch die soziale Geltung und die kulturelle Dominanz dieser Akademikerklasse, muss man sagen, dazu führt, dass die anderen
sich zurückgesetzt fühlen und dann damit reagieren, dass sie bestimmte Symbole dieser kosmopolitischen Gesinnung eben explizit ablehnen. Also sie spricht davon, dass diejenigen mit kosmopolitischer Gesinnung mitverantwortlich sind für die rechtspopulistische Gegenwehr der Unterlegenen und kulturell Dominierten. Also nochmal, um es nochmal ein bisschen zusammenzufassen, sehen, worauf ich hinaus will. Also es soll einen tiefen Graben geben zwischen der akademisch-kosmopolitischen Mittelschicht versus der alten Mittelschicht oder den Zurückfallenden und den Prekären. Diese akademischen Kosmopoliten sind eben offen für Gender Mainstreaming, neue Lebensformen, offene Grenzen, kulturellen Pluralismus und Umweltschutz. Ich habe hier auch noch ein schönes Zitat von Wolfgang Merkel, der diese These sehr explizit vertritt, mitgebracht. Auf der einen Seite sammeln sich die Kosmopoliten als Grenzöffner und Vertreter universeller Menschenrechte. Kosmopoliten sind Globalisierungsgewinner, besser gebildet und ausgestattet mit mobilem human-, Sozial- und Kulturkapital. Auf der anderen Seite stehen als tendenzielle Globalisierungsverlierer die Kommunitaristen mit vergleichsweise niedriger Bildung, geringem Einkommen und lokal stationärem Human-, Sozial- und Kulturkapital. Die ökonomische und die kulturelle Konfliktdimension überlappen sich in hohem Maße. Und wenn man sich das jetzt wieder mal auf meiner Grafik anschaut, dann sieht man hier, dass die unteren Statusgruppen da auftauchen sollten und die oberen eben links oben. Und hier nochmal auch Wolfgang Merkel im O-Ton, mein geschätzter Kollege natürlich, im O-Ton, der da sozusagen eine sehr binäre, antagonistische Welt entwirft, wo sich die Gesellschaft mehr oder weniger in der Mitte spaltet und man eben eine nicht nur sozialstrukturelle Lagerung, sondern auch eine gesinnungspolitische Lagerung dann erkennen kann. Was sind diese Grundannahmen der Zwei-Lager-Theorie? Also die gibt es jetzt in hunderten Versionen, auch im anglosächsischen Raum natürlich intensiv diskutiert. Es soll ein kosmopolitisches und ein traditionalistisches nationales oben und ein traditionalistisches unten geben. Es gibt eine Ausschließlichkeitsannahme. Also es gibt eine stabile und abgrenzbare Lagerbildung, also auch Meinungslager. Es gibt eine Syndromannahme. Also es ist nicht nur so, dass man jetzt vielleicht kosmopolitisch ist. Man ist dann auch für Gender Mainstreaming. Man ist dann auch für nicht heteronormative Lebensformen. Man ist dann auch für Nachhaltigkeit. Also alles kommt im Bündel, alles kommt im Paket, sind eben Einstellungsportfolios, die mit diesen jeweiligen Zugehörigkeiten einhergehen, dann eine Homologieeinnahme, enger Zusammenhang zwischen sozialstruktureller Position und Einstellung. Es ist nicht nur ein Wertekonflikt, sondern es ist eben auch ein Konflikt im Raum der Ungleichheit. Und die Spiegelungsannahme, nenne ich das jetzt mal so, dass diese Einstellungsunterschiede letzten Endes in den politischen Raum hinein mehr oder weniger eins zu eins übersetzt werden, sodass das, was wir jetzt an politischen Konflikten beobachten, eigentlich nur eine Repräsentation dieser gesellschaftlichen Bruchlinien ist. Wir haben so eine eigene Heuristik entwickelt, die sich so ein bisschen natürlich auch an diesen aktuellen Debatten orientiert und haben das mal ein bisschen plakativ mit Überschriften versehen. Die heißen jetzt Oben-Unten-Ungleichheiten, Innen-Außen-Ungleichheiten, Wir-Sie-Ungleichheiten und Heute-Morgen-Ungleichheiten. Das ist erstmal eine Heuristik, mit der wir dann auch empirisch ins Feld gegangen sind. Statt also zwei Achsen zu unterscheiden der Konflikte, sagen wir, es gibt jetzt vier Arenen von relevanten Ungleichheitskonflikten. Ob es noch eine fünfte gibt und so weiter, darüber kann man debattieren, aber das sind jetzt erstmal die vier, von denen wir ausgegangen sind. Was ist damit jeweils gemeint? Die erste habe ich letzten Endes schon angesprochen. Das ist sozusagen diese klassische Oben-Unten-Konfliktlinie. Da geht es um Klasse oder Position im Raum der ökonomischen Ungleichheit und Einstellung zu Umverteilung. Die zweite ist die Innen-Außen-Ungleichheit. Das ist eben eine Arena, die erst im Zuge der Globalisierung an Relevanz gewonnen hat, eben mit dieser forcierten Öffnung des nationalgesellschaftlichen Containers, wo eben diese Konflikte zwischen Öffnung und Schließung, zwischen Zugang und Inklusion intensiver
werden und die entspricht letzten Endes dieser horizontalen Achse in diesem Konfliktraum, der die Kosmopoliten und die Kommunitaristen beschreiben soll. Da geht es letzten Endes um Kampf, um Grenzen, und zwar im Hinblick auf tatsächliche Grenzüberschreitung, territorial, aber auch im Hinblick auf die Inklusion, zum Beispiel in die Leistungssysteme des Sozialstaates. Das dritte sind sogenannte Wir-Sie-Ungleichheiten. Und da würde ich erstmal die Konflikte darum fassen von Leuten, die schon da sind, also die schon vor Ort sind. Und das unterscheidet das so ein bisschen von diesen migrationsbezogenen Konflikten. Ihr Treibstoff sind Diversität, Diskriminierungserfahrung, Anerkennungsbestrebungen, auch Autonomieansprüche sehr unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen, die in einer Gesellschaft leben. Und da kann Geschlecht ist eine Frage, Minderheitenstatus, auch ethnische Diversität, obwohl wir das nicht gemessen haben. Also statt um Klasse und Umverteilung oder Schließung und Zugang geht es hier eben um Fragen von Identität und Anerkennung. Und der vierte Aspekt, da geht es stärker um Fragen von Generationengerechtigkeit, also das Feld von Ökologie und Nachhaltigkeit. Ist eben auch jetzt nicht erst seit Fridays for Futures eben ein ganz wichtige Dimension gesellschaftlicher Konflikte. Also bislang gibt es Studien letztendlich zu einzelnen dieser Bereiche, aber zum Zusammenhang dieser unterschiedlichen Arenen gab es oder gibt es bislang noch keine Studien, soweit mir bekannt ist. Und da kann man jetzt auch vor dem Hintergrund der Diskussion, die ich hier angestellt habe, so ein paar Hypothesen bilden. Ich habe die jetzt hier ganz schematisch erstmal dargestellt. Bei Klasse und Umverteilung würde man denken, die unteren Statusgruppen sind eher für Umverteilung und für die Begrenzung von Ungleichheit, die oberen Statusgruppen dagegen. Bei allen anderen Ungleichheiten würde man immer denken, auch vor dem Hintergrund der Diskussion, die oberen Statusgruppen sind inklusionsbereiter, was die Innen-Außen-Ungleichheiten angeht. Sie sind anerkennungsbereiter, was diese identitätspolitischen Fragen angeht. Und sie sind vielleicht auch stärker sozusagen an Fragen von Ökologie und Nachhaltigkeit interessiert. Und da sollte es auch jeweils dann vor dem Hintergrund dessen, was ich schon ausgeführt habe, jeweils sozusagen auch eine starke Kluft zwischen oberen und unteren Statusgruppen geben. Wir haben jetzt erstmal, also ich zeige jetzt erstmal ein paar Daten für Deutschland, das ist auch schon publiziert. Mit dem Innovationspanel des SÖP waren wir in der Lage, für jede dieser Arenen im Prinzip so zwei Items zu formulieren. Sind einige, die auch schon gut etabliert sind in der Umfrageforschung. Also die Einkommensunterschiede in Deutschland sind zu groß. Es ist Aufgabe des Staates, die Einkommensunterschiede zu verringern. Für die Innen-Außen-Frage, gibt es zu viele Ausländer in Deutschland oder nicht? Frage der Inklusion in die Sozialleistungssysteme. Dann bei den Wir-Sie-Ungleichheiten, gleichgeschlechtliche Ehen sollten akzeptiert werden. Es wäre gut für die Gesellschaft, wenn Transgender-Personen als normal anerkannt werden. Was wir erstmal gemacht haben, ist mit einer Faktorenanalyse zu prüfen, ob das tatsächlich jetzt in so einen zweidimensionalen Raum aufgeht, wie man jetzt mit vielen der genannten Autoren erstmal behaupten würde. Und zu unserer großen Freude haben wir gefunden, dass das auf drei unterschiedliche Faktoren lädt, und zwar auf die wir auch theoretisch erwartet hätten. Also es ist nicht so, dass das sozusagen Syndrome sind, sondern es sind sehr unterschiedliche Bewertungsarenen. Da gibt es zwar Korrelationen, aber im sehr niedrigen Bereich. Also man kann eben davon ausgehen, dass sich da jeweils eigenständige Strukturierungsmomente ergeben. Wenn man jetzt mal sich nur mal die Verteilung anschaut, da ist schon interessant. Also auf der obersten Ebene sind sozusagen diese Ungleichheitsfragen, auf der zweiten sind die Fragen der Anerkennung und auf der unteren die Migrationsfragen, dass die Migrationsfrage ganz unten sehr stark streut. Also da haben wir sowohl Zustimmung wie auch Ablehnung. Das ist jetzt jeweils so kodiert, dass im Prinzip Ungleichheitskritik oder die Bereitschaft zur Inklusion, dass es immer rechts ist und links dann sozusagen diejenigen, die Ungleichheit eigentlich akzeptieren. Und bei allen anderen, also Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Ehen oder von Transpersonen, da sieht man starken Bias nach rechts, genauso wie bei dieser Ungleichheits- oder Umverteilungsfrage. Das heißt, die Leute sind da eher auf dem Ungleichheits-
kritischen Pol, also sie möchten weniger Ungleichheit und sie sind inklusionsbereit. Das ist nicht der Fall bei der Migrationsfrage. Die ist viel divisiver, ne? Also da gibt es viel mehr Kontroverse in der Gesellschaft. Und wenn man jetzt auch nur deskriptiv, dann weil man das jetzt hier wirklich sehr schön sehen kann, wenn man jetzt mal schaut, wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen unterschiedlichen Bildungsgruppen oder unterschiedlichen Einkommensgruppen und diesen Items, dann kann man sehen, dass es da eigentlich Bezug auf diese drei Arenen, da sind die Items jeweils zusammengefasst, dann auf diese drei Arenen keinen so starken Gradienten gibt. Also die Zustimmung, also die meisten, diese Gruppen haben alle, sind alle im zustimmenden Bereich, sind also ungleichheitskritisch, was ökonomische Ungleichheiten angeht, aber was auch Ungleichheiten im Blick auf nicht heteronormative Lebensformen angeht. Einzig bei der Migrationsfrage sehen wir sozusagen, dass sowohl links und rechts des Mittelwerts die Gruppen auftauchen und da die unteren Schichten stärker dann ja, ausschließend oder exklusionistisch sind und die oberen Schichten doch offener sind. Aber bei den anderen Dimensionen kann man das letzten Endes kaum sehen. Ich berichte jetzt hier nur, das zeige ich jetzt nicht, sozusagen, was wir empirisch herausgefunden haben. Also wir sagen letzten Endes, dass wir in allen drei Einstellungsdimensionen zwar Unterschiede sehen, aber in der Regel sozusagen die Pro-Anerkennung überwiegt bis auf die Migrationsfrage. Die oberen Schichten sind in der Tat migrationsoffener und anerkennungsbereiter und die unteren etwas ungleichheitskritischer, was die sozioökonomischen Fragen angeht. Aber es gibt keine Polarisierung. Also die Erklärungskraft dieser Statusvariablen ist sehr, sehr schwach. Also man könnte nicht mal sagen moderat, also es ist wirklich eher schwach. Nur bei der Migrationsfrage kann man sozusagen mit diesen Statusvariablen ein bisschen was erklären, was uns jetzt erstmal sagt, also diese Vorstellung, das ist jetzt ein zweidimensionaler Raum und das lädt jetzt alles auf dieselben Faktoren, dass das wahrscheinlich überzogen ist. Wir haben differenzierte Einstellungen nach Themenbereich und keine Syndromisierung, nenne ich das jetzt mal, und keine klaren Lager. Also seit Branko Milanovic sind ja immer alle auf der Suche nach schönen Tierumrissen, die man nehmen kann. Links ist eben das Kamel und rechts Dromedar, obwohl das eigentlich beides Kamelarten sind. Links heißt, glaube ich, richtig Trampeltier. Also ist jetzt noch nicht die optimale Darstellung, aber wenn Sie meine Ergebnisse jetzt in einem Tierbild interpretiert sehen wollten, dann würde ich eher das Rechte nehmen als das Linke mit dieser starken Polarisierung und mit den zwei Hügeln oder zwei Gruppen, die weit auseinanderstehen und wo es dazwischen eben ein großes Tal gibt. Also ich bin eher auf der Dromedar-Seite. Jetzt frage ich im nächsten, wie zeigt sich das eigentlich im internationalen Vergleich und versuche dann nochmal ein bisschen darüber hinaus zu gehen, über das, was wir jetzt gezeigt haben, also wiederum, sind diese Gruppen trennscharf? Gibt es einen zweidimensionalen Raum? Gibt es eben einen neuen Kulturkampf zwischen diesen Gruppen als universales Muster der westlichen Welt? Wir können nicht ausschließen, dass sich das sozusagen als Wertecluster ergibt, aber hier interessiert immer der Zusammenhang mit der Sozialstruktur. Das ist ganz wichtig. Man könnte jetzt sozusagen natürlich die Werte, nur die Werte messen und dann versuchen, über eine Clusteranalyse herauszufinden, ob es unterschiedliche Cluster da gibt. Aber uns interessiert immer der Zusammenhang mit Sozialstruktur. Und hier schauen wir noch, wie verhalten sich eigentlich diese vertikalen Statusmerkmale im Verhältnis zu anderen, also ja, horizontalen Lagemerkmalen, Alter, Geschlecht, Stadt, Land. Und Daten sind hier vom European Social Survey mit einem ausgewählten Set an Ländern. Ich will jetzt nicht begründen, warum wir diese Länder genommen haben. Das würde vermutlich jetzt hier zu weit führen. Das ist ein Papier, das haben wir jetzt schon an der Review. Und ich hoffe, dass wir irgendwann mal in der Lage sind, das dann auch zu veröffentlichen. Und da operieren wir letzten Endes mit denselben Begrifflichkeiten und mit derselben Logik, haben jetzt diese Heute-Morgen-Ungleichheit noch dabei, die
Items sind nicht identisch. Ich lese die jetzt nicht alle vor. Das sehen Sie, sind auch unterschiedlich skaliert, aber wir haben das dann im Prinzip so rekodiert, dass wir damit auch gut arbeiten können, sodass man dann auch wiederum mit demselben Schema die soziale Strukturierung dieser einzelnen Einstellungsdimensionen gut nachzeichnen kann. Und auch hier wieder mal eine Faktorenanalyse zunächst. Und da sieht man eben, ja, nach der Zwei-Welten-Theorie müssten jetzt im Prinzip alles, das, was unter den ersten zwei Items steht, müsste alles auf ein Item oder auf einen Faktor laden. Es müsste eben so einen starken Zusammenhang bilden, dass das, dass man schon sagen kann, das ist jetzt ein zweidimensionaler Raum. Und wir sehen hier relativ eindeutig auch eine Bestätigung dessen, was wir mit diesen SEP-Daten schon zeigen konnten, dass die Faktorladung jetzt wieder auch unseren theoretischen Erwartungen entsprechen, auf unterschiedliche Bereiche dann eben laden. Das ist erstmal sehr schön, wenn man das findet. Auch wenn man das für einzelne Länder macht, ist das ein sehr stabiles Muster interessanterweise. Also es ist nicht so, dass das jetzt sich aus einem Datensatz ergibt oder nur für ein Land Gültigkeit beanspruchen kann. So ist ein relativ stabiles Muster. Und wenn man jetzt mal Kosmopoliten und Kommunitaristen versucht auszudefinieren, indem man sagt, ja, entweder dafür oder dagegen im Hinblick auf diese unterschiedlichen Items, also die Leute, die für Ökologie sind, für nicht heteronormative Lebensformen und so weiter, dann kann man die jeweils gruppieren anhand dieser verschiedenen Items und dann stellen wir fest, dass die allermeisten Leute sind Mischkategorien. Und da haben wir gesagt, okay, wir nehmen vielleicht mal die Einstellung zu ökonomischer Ungleichheit raus, weil die These, dass jetzt Sarah Wagenknecht, dass jetzt alle Kulturlinken keine Soziallinken mehr sind und sich überhaupt nicht mehr für staatliche Interventionen interessieren, ist vielleicht ein bisschen stark und wir wollen dann trotzdem wissen, was da empirisch rauskommt. Und dann sehen wir eben, dass sozusagen diese reinen Kommunitaristen, die jetzt gegen homosexuelle Partnerschaften sind, die gegen Migration sind und so weiter, dass es die in Ungarn und Polen und Italien zwar gibt, aber ein sehr kleiner Prozentsatz. In Schweden, Deutschland und Frankreich gibt es die fast gar nicht. Und dann gibt es ein paar Kommunitaristen, also die überall positiv laden und letztendlich ungleichheitskritisch sind, inklusions-, anerkennungsbereit und riesige Mischkategorien. Das ist sozusagen ein simpelster Test, den man machen kann, um zumindest mal diese Zwei-Lager-Theorie, wo man ist ja neugierig, was da eigentlich empirisch rauskommt, um diese Zwei-Lager-Theorie mal anzuschauen und zu sehen, ob die denn auch trägt. Das heißt nicht, dass wir nicht mit anderen Items zu anderen Ergebnissen kommen würden. Aber wenn ich jetzt die Behauptung, die in diesen Texten drinsteht, wenn ich die jetzt ernst nehme und wirklich auch wortwörtlich nehme, dann müsste eigentlich diese Grafik völlig anders aussehen. Das heißt nicht, dass es sozusagen Spaltungsthemen gibt in der Gesellschaft, an denen sich so Stichwort Gendersternchen und so, an denen sich Leute hochschießen können. Aber das ist gar nicht sozusagen der Punkt, der da so zentral auftaucht, sondern es geht dann eben darum, dass dann die Dinge, die ich jetzt genannt habe, eben auch grundsätzlich abgelehnt werden. Wenn wir mal die Verteilung angucken in den unterschiedlichen Ländern, und sehen wir ja oben unten, da gibt es im internationalen Vergleich gar nicht so viel zu sagen. Bei den Innen-Außen-Ungleichheiten, also der Migrationsfrage, da sieht man eben, dass die Schweden und die Deutschen doch offener sind. Die Polen sind überraschend weit sozusagen nach rechts. Das kann ich ja auch nicht erklären, woran es liegt, aber es ist so. Und die Ungarn erwartungsgemäß weiter links positioniert, also nicht so ungleichheitskritisch, stärker affirmativ und exklusiv oder demarkationistisch. Bei den Wir-Sie-Ungleichheiten sehen wir massive Unterschiede im internationalen Vergleich. Also das ist etwas, was in Polen und Ungarn offensichtlich nur von Minderheiten befürwortet wird. In Polen sieht man sozusagen, dass da ganz, ganz links sozusagen da diese Verteilung sogar noch nach oben geht, also dass das von vielen Leuten massiv abgelehnt wird und nur eine Minderheit letzten Endes für solche identitätspolitischen Anerkennungsfragen einsteht. Währenddessen das in Frankreich, Deutschland und Schweden doch ganz anders aussieht, also Schweden noch am stärksten sozusagen anerkennungsorientiert. Bei den Heute-Morgen-Ungleichheiten, Fragen der
der Nachhaltigkeit und des Klimawandels, da sind die Unterschiede jetzt nicht so massiv, die sind auch vorhanden, aber nicht so stark. Jetzt machen wir im Prinzip einen harten Test und sagen, wir gucken jetzt nicht die Spaltung an zwischen alter und neuer Mittelklasse. Da würde man nicht so wahnsinnig viel finden, vermute ich mal. Wir gucken jetzt mal die höchste und die unterste Statusgruppe an. Also das ist im Prinzip ein sehr, sehr starker Test, um zu sehen, wie groß sind da eigentlich die Diskrepanzen in diesen Einstellungen. Und das ist jetzt für die einzelnen Länder aufgeschlüsselt. Auch hier sieht man wieder, also Polen nenne ich jetzt mal als Beispiel, das sind oben unten Konflikte relativ stark polarisiert zwischen den unterschiedlichen Statusgruppen, weniger dann diese Migrationsfragen. In Italien ist es ganz stark die Migrationsfrage, ein bisschen sozusagen auch die Wir-Sie-Frage. In Frankreich ist es ganz stark die Migrationsfrage und in Deutschland ist die Migrationsfrage auch stärker. Aber man sieht hier auch im Prinzip in Frankreich, Deutschland und Schweden, also in den westeuropäischen Ländern, sind auch die statusschwachen Gruppen immer noch auf der Seite sozusagen der Ungleichheitskritik und der Inklusionsbereitschaft und so weiter, bis auf bei der Migrationsfrage. Das ist die einzig spalterische Frage, die man sehen kann. Also hier ist nochmal das Deutsche. Das sind jetzt vorhergesagte Werte aus Regressionsmodellen, die dann im Prinzip zeigen, wie stark eigentlich diese Effekte für unterschiedliche Statusgruppen sind. Und auch hier, wie gesagt, da haben wir Bildung, Beruf und subjektive Einkommenslage. Das ist eben sonst auch ein sehr guter Prädiktor einbezogen. Und wenn wir jetzt vergleichen sozusagen, wie ist eigentlich das Gewicht vertikaler Statusindikatoren, wie die ich schon genannt habe, im Verhältnis zu horizontalen, also Alter, Geschlecht und Stadt-Land-Unterschiede, Omaditätsgrad, dann sieht man sehr unterschiedliche Muster. Markiert sind dann hier jeweils die stärkeren, das heißt nicht, dass die besonders stark sind, sondern einfach, wo das am stärksten ist. Also in Ungarn sind alle diese Konflikte relativ unstrukturiert, sowohl im Hinblick auf vertikale wie auch auf horizontale Merkmale. Das sieht man daran, die Werte sind eben relativ klein. In Polen ist der stärkste Konflikt der oben-unten, der Klassenkonflikt. Dann gibt es einen horizontalen Effekt, also das ist jetzt rechts, diese 5,84, wo man eben sieht, dass zum Beispiel Urbanitätsgrad, Alter und so weiter eine Rolle spielt. Ich gehe jetzt nur mal zu Deutschland. Da sieht man zum Beispiel, dass diese Oben-Unten-Konflikte relativ schwach sind. Innen-Außen-Konflikte sind stark und die sind auch sehr gut durch den sozioökonomischen Status zu erklären oder recht gut. Bei den Wir-Sie-Ungleichheiten, also den identitätspolitischen, gibt es diese starken Statuseffekte gar nicht, sondern da sind es vielmehr diese horizontalen Aspekte, also Alter, Stadt, Land, Geschlecht, die hier eine Rolle spielen. Wir sehen keine Konflikte bei Fragen der Nachhaltigkeit oder des Klimawandels. Also es scheint nicht so ein stark spaltendes Issue zu sein, jedenfalls auf der Ebene dieser Art von Messung, die wir machen. Gut, wenn ich das so ein bisschen zusammenfasse, wir wollen ja auch noch diskutieren. Also ich würde sagen, also die Einstellungsdisparitäten sind doch eher begrenzt, bis auf die Migrationsfrage. Wir haben eher graduelle Unterschiede als jetzt wirklich eine konsequente Lagerbildung oder eine Polarisierung. Es gibt keinen klaren Dualismus der Werte nach Statusdeterminanten. Die Ungleichheiten laden auf unterschiedliche Faktoren. Es ist eben kein zweidimensionaler Raum. Es gibt keine Einstellungssyndrome. Und deswegen würde ich sagen, in der Art, wie wir das machen, das heißt nicht, dass es nicht anders mit anderen Beobachtungsinstrumenten vielleicht anders rauskommen, dass dieser Kulturkonflikt mit sozialstruktureller Fundierung eigentlich überschätzt wird und dass diese Zwei-Lager-Theorie aus meiner Sicht, wir sind ja da selber naiv ins Feld gegangen und haben uns einfach mal gefragt, was kommt da eigentlich raus, werden diese Differenzen überpointiert? Pole ja, also wenn man die jetzt sozusagen theoretisch und abstrakt benennt, Polarisierung eher nein. Und ich würde auch sagen, es ist eher eine politische als eine sozialstrukturelle Polarisierung. Und es gibt eben kein einheitliches, auch kein einheitliches westliches Muster, sondern sehr
unterschiedliche Strukturierung. Was wir nicht gemacht haben, wir haben jetzt nicht die Salienz dieser Issues und die Wichtigkeit diskutiert, dass man auch andere finden könnte. Klar, wir sind auch restringiert durch die Verfügbarkeit von Daten. Woher kommt jetzt vielleicht diese starke oder dieser Eindruck dieser starken Spaltung? Ja, da würde ich sagen, erstmal sind mediale Verzerrungen. Ich greife jetzt nochmal auf diese Studie des Exzellenzclusters der Universität Münster zurück. Wenn man da jetzt genauer liest im Text, da wird erstmal gesagt, ja, polarisiert und spaltet sich in zwei verfestigte Lager. Und dann liest man so ein bisschen weiter und dann sieht man, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zählen in Deutschland demnach 20% der Bevölkerung zu den Verteidigern. Das sind eigentlich die Kommunitaristen. Und wir messen den Anteil der Entdecker mit 14%. Also rund die Hälfte, also sind 34%, die sich jetzt auf diese Pole messen lassen und 66% sind nicht polarisiert. Aber das wird natürlich in dieser Titelzeile nicht berichtet. Also es ist eigentlich sehr nah schon an unseren Ergebnissen dran und vielleicht gar nicht so scharf gezeichnet und so konturiert, wie man das möglicherweise annehmen könnte. Also es gibt einen medialen Diskurs, der diese Unterschiede möglicherweise überkonturiert. Es gibt auch einen Unterschied vielleicht zwischen der veröffentlichten Meinung und der Bevölkerungsmeinung. Und es gibt ein ganz neues Papier von Ares und die hat sich auch mit diesen Fragen von Polarisierung, Verhältnis von Einstellungen und auch Polarisierung auf der Ebene von Parteien beschäftigt, ist gerade letzte Woche rausgekommen. Und mit ihr würde ich jetzt, ihre Befunde sind wirklich sehr interessant, würde ich sagen, es gibt Polarisierung nicht durch Politisierung, nicht andersrum. Also es gibt nicht Politisierung durch Polarisierung. Und die zeigt eben, dass die politischen Parteien, das ist auch ein europäischer Vergleich, ganz entscheidend, dass wo die politischen Parteien diese Pole stark besetzen, da wirkt das zum Beispiel auf die Bevölkerung und die Einstellung zurück. Wo das nicht der Fall ist, da findet man eben auch diese starke Drift eben nicht. Und damit könnte man eben jetzt als Sozialstrukturforscher sagen, es ist eben nicht die Sozialstruktur, die da entscheidend ist, sondern Politics matters. Also es scheint so zu sein, dass doch durch politische Unternehmer, auch veränderte politische Parteienlandschaft eher solche Formen der Polarisierung ausgebildet werden, als jetzt durch sozialstrukturellen Wandel. Wir wollen zukünftig mit so einem Begriff der Triggerpunkte arbeiten, weil wir glauben, dass damit die ganze Geschichte noch nicht durcherzählt ist, sondern wir ja auch wissen, dass es sensible inflammatorische Themen gibt, die dann plötzlich auch so eine eskalatorische Dynamik entfachen können in der Öffentlichkeit. Also dass zwar die Leute allgemein vielleicht für Anerkennung sind, auch keine Probleme haben, Transpersonen zu akzeptieren oder Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare, aber dann bei anderen Dingen an die Decke gehen, wenn diskutiert wird, ob Transpersonen jetzt 2 Stunden extra in öffentlichen Schwimmhallen baden dürfen sollen und die anderen für die anderen das dann gesperrt. Aber das sind so solche Themen. Deswegen würde ich sagen, man muss schon zwischen diesen sozusagen diskursiv dann aufflammenden Themen und diesen sozialstrukturellen allgemeinen Orientierungen, Haltungen, Einstellungen muss man systematisch unterscheiden. Und dann muss man vielleicht gucken, wo es so spezifische, ja, gesellschaftlich spasmodische Reaktionen gibt, die bei einzelnen Themen möglicherweise aufpoppen. Und ich würde auch denken, dass Fragen von Asymmetrie, von Sprachpolitik da so ein Bereich sind, wo man eben das Gefühl hat, es gibt sozusagen einen elaborierten Sprachcode zum Beispiel, der von oben herab in die Gesellschaft hineingebracht wird. Und da gibt es eben auch Formen von Reaktanz, das wissen wir auch schon aus anderen Untersuchungen. Und ich glaube, das ist so ein Feld, in dem man weiterarbeiten könnte, auch diese Dialekte von Inklusivität, zum Beispiel über Sprache und gleichzeitiger sozialer Exklusivität. Das sind, glaube ich, Dinge, die eher konfliktträchtig sind als diese allgemeinen Anerkennungs- und Ungleichheitsfragen, die ich jetzt hier behandelt habe. Hier noch die Literaturhinweise zu dem, was wir da schon zu publiziert haben. Das meiste kommt aus dem Papier, was jetzt, wo ich schon im Erscheinen hingeschrieben habe, was aber nicht ganz richtig ist, weil es noch nicht begutachtet ist. Deswegen hoffentlich mit Ausrufungszeichen und die sonstige
relevante Literatur finden Sie dann auch da. Sonst bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich denke, wenn man das Gesamtbild aller Beteiligten hier anschaut, dann sieht man die vielen klatschenden Hände als mögliche Reaktion, die wenigstens lautlos die Anerkennung signalisiert. Wenn ich es richtig verstehe, ist das Trampeltier tot, es lebe das Dromedar. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt extrem gespannt auf die Diskussion der Experten, der Soziologen, denn wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie diese Überprüfung einer Mehrheitsmeinung ja mit verfügbaren Daten und nicht mit extra erhobenen Daten vorgenommen. Also mit Daten, die den anderen auch schon verfügbar waren. Und das führt mich zu einer, sagen, gewissen Verwirrung, der ich jetzt, sagen, mit Spannung entgegensehe. Und ich sehe, dass alle schon gut trainiert sind und ich den Spruch gar nicht machen muss, dass man bitte im Chat seine Wortmeldung signalisieren soll, sondern das geschieht hier in reicher Zahl. Ich würde mal sagen, wenn Sie einverstanden sind, Herr Maum, nehmen wir immer drei zusammen, weil wir uns sonst möglicherweise spät in den Abend hinein verzetteln. Ist das okay? Ja, alles gut. Wunderbar. Dann Olaf Groß-Amberg, dann Frau Rostdeutscher und Herr Strecker. Ja, Steffen, vielen, vielen Dank für diesen wirklich super tollen Vortrag, der, glaube ich, das ganze Feld nochmal sehr, sehr schön sortiert hat und dann auch sehr schöne empirische Akzente gesetzt hat. Und ich meine, das sind natürlich genau auch die Themen, an denen wir auch arbeiten. Und Herr Midell hat eben schon darauf hingewiesen, seine Verwirrung entsteht vielleicht jetzt dadurch, dass er denkt, du hast ja alles schon beantwortet. Warum erheben wir eigentlich noch unsere eigenen Daten? Aber ich glaube, wir können durchaus noch ein paar Akzente setzen. Auf einen will ich vielleicht ein bisschen eingehen, aber auch erstmal grundsätzlich diese These nochmal aufgreifen. Es gibt zwar Pole, ja, es gibt so eine aber es gibt keine Spaltung, keine Polarisierung, also kein Kamel oder Trampeltier, sondern das Dromedar. Also eine vielleicht auch ein bisschen methodisch gerichtete Kritik ist vielleicht ein bisschen die, dass ihr jetzt natürlich bei den Auswertungen sehr stark auf die Antwortskalen euch stützt, ne? Also Zustimmung und Nichtzustimmung und wie viel Prozent dann jetzt zustimmen oder wie, ne, hängt natürlich davon ab, wie scharf man ein Item formuliert. Und insofern ist glaube ich eher die Tendenz und sind die Zusammenhänge jetzt zum Beispiel zwischen den Sozialstrukturvariablen und den diversen kulturellen Ungleichheitsdimensionen. Diese Zusammenhänge von der Tendenz her entsprechen die dem, was wir diskutieren. Ne? Das sagt ihr ja auch. Aber es ist keine Spaltung in Lager. Und du hast ja auch schon an dem Münster-Ding wieder schön herausgegriffen. Das fiel mir auch sofort auf. 34% sind eigentlich nur die polarisierten Lager. Aber die ganze Pressemitteilung spricht von Polarisierung. Und das zeigen ja andere Studien auch schon. Also diese Pole sind klein. Deswegen fand ich auch sehr schön eure Überlegung, wie kann man jetzt aber trotzdem erklären, warum die Diskussion so polarisiert ist. Und da jetzt vielleicht zwei Aspekte zu. Also einen Aspekt, zu dem wir, den wir uns auch angucken wollen, noch mit unseren Daten, ist die Frage, nicht nur wie stark sind diese Dimensionen überlagert, sondern auch in was für einem Kontakt oder Austausch stehen die verschiedenen Gruppen. Und dazu fehlen uns wirklich noch Daten, die versuchen wir eben dann jetzt auch zu erheben, nämlich die Frage, sprechen die paar Kommunitaristen mit den paar Kosmopoliten oder wie ist der Austausch, der Kontakt zwischen diesen Gruppen und dann eben auch nicht nur zwischen den Polen an den Extremen, sondern vielleicht auch sozusagen bei den Gemäßigteren, die aber trotzdem noch eine gewisse Distanz zueinander aufweisen. Und um auch noch mal so ein bisschen die These der Polarisierung, dieses Wort Polarisierung kann man ja auch in seiner dynamischen Komponente zeitlich lesen.
dass sich das zeitlich zunehmend überlagert hat. Und das ist natürlich jetzt ein Aspekt, der uns auch vor Grenzen der verfügbaren Daten stellt, weil die Zeitreihen nicht so weit zurückreichen, wie wir das bräuchten. Aber die Frage ist ja doch schon, ob es nicht eine zunehmende Tendenz der Überlagerung genau in diese Richtung gibt. Also wenn wir irgendwie 30 Jahre, 40 Jahre zurückblicken würden, würden wir da vielleicht doch noch stärker zum Beispiel das Muster finden, dass wir bei den AkademikerInnen zum Beispiel, ja, zwar die progressiven kulturellen Werte, die sind schon immer da beheimatet, aber vielleicht ist die Ungleichheitskritik bei diesen Gruppen früher stärker gewesen und gab es nochmal, ne, im Sinne des Bourdieu'schen Schemas einen stärkeren Konflikt zwischen den kulturellen und den ökonomischen Oberschichten. Und das ist ja doch auch eine Tendenz, zumindest von der Tendenz her, wo ich sagen würde, da hat sich vielleicht schon was verändert, was dann eben auch zu einer veränderten politischen Repräsentation unterschiedlicher Gruppen führt. Und vielleicht ist dieses auch medial verstärkte Polarisierungsdenken ein bisschen auch ein Ausdruck des Unbehagens oder Missbehagens der akademischen Gruppen, dass ihnen der Kontakt zu den unteren Schichten, also ne, diese klassische Struktur, die man hatte, dass sozusagen gerade die eher kulturellen, die akademischen Gruppen, dass die sozusagen auch im Namen der Unterschichten sich gegen die ökonomischen Eliten stellen. Ja, diese klassische Frontstellung, die hat sich vielleicht doch ein bisschen verändert und oder ist einfach verschwunden. Und das erzeugt auch ein Unbehagen, weshalb man sich selber vielleicht auch in diesem, das, was Nancy Fraser progressiven Neoliberalismus nennt, ja, man sieht sich irgendwie gefangen in seiner eigenen akademischen Blase. Und das tun ja auch Journalistinnen und Journalisten. Und das verstärkt vielleicht diesen medialen Diskurs der Polarisierung. Also die Kosmopoliten fühlen sich offenbar selber zunehmend entfremdet und verlieren den Kontakt in ihrer eigenen Wahrnehmung zu den unteren Schichten und der Vertretung von deren Interessen. Ist das nicht vielleicht auch ein Aspekt, der zumindest auch dann in der Übersetzung des empirischen Befundes in den politischen Diskurs eine große Rolle spielt? Gut, Frau Rostdeutscher. Ja, auch von mir ganz, ganz herzlichen Dank. Ich finde solche Vorträge fantastisch, die solche eher empiriefreien Zeitdiagnosen erstmal auseinandernehmen und zeigen, wie Realität in Anführungszeichen, soweit unsere Umfragen Realität abspiegeln. Ich habe jetzt einfach eine Frage. In den USA wird ja ebenfalls von ganz starker Polarisierung diskutiert. Und da sind die Befunde wirklich von empirischen Sozialforschern, die reden da von Issue Packaging, was im Prinzip das Gleiche ist, was du jetzt hier als Zwei-Lager-Theorie, also diese Übereinstimmung über relativ viele Issues hinweg. Und das, die Frage schließt dann jetzt an das, was Olaf eben schon gesagt hat, an. Ist es vielleicht einfach so, dass die USA mal wieder 10 Jahre voraus sind? Und das sozusagen bei uns auch irgendwie aufschlägt. Oder, und den Punkt fand ich extrem wichtig, ist Polarisierung tatsächlich ein elitengetriebenes Element? Und sie kann eigentlich nur in 2-Parteien-Systemen aufschlagen. Und weil wir mehr Parteien-Systemen haben, kann es überhaupt nie zu diesem extremen Ausmaß geben, weil über diese vielen Parteien hinweg es nie diese einfache Zwei-Lager-Bildung geben kann. Sind wir also safe sozusagen im deutschen System gegen diese Art von Entwicklungen? Okay. Dankeschön. Zukunftspanik oder Hoffnung? Herr Strecker. Ja, auch von mir ganz herzlichen Dank für diesen wirklich, gerade mit Blick auf die plakativen Vereinfachungen, die so gängig sind, sehr erfrischenden Vortrag, der gleichwohl, wie ich finde, in einer Hinsicht gleichzeitig nicht überraschend ist, nämlich in der Kritik an der Zwei-Lager-Theorie. Die ja, wenn man die sozialstrukturelle Komponente erstmal ausklammert in Bezug auf die Wertebündelung,
ja schon unplausibel ist, allein mit Blick beispielsweise auf das deutsche, aber nicht nur deutsche Parteiensystem, also Umverteilung und dann kulturellen Liberalismus oder Abschottung oder Antitraditionalismus zu koppeln. Das macht da ja schon auf der Werteebene keinen Sinn, unabhängig von der sozialstrukturellen Ebene. Deswegen ist meine Frage eher im Anschluss an das, was Sie am Ende ausgeführt haben, wie kommt es dazu, dass solche Auffassungen so breit vertreten sind? Das scheint ja keineswegs nur ein medialer Effekt zu sein. Und Frau Rostock, das sind ja keineswegs nur empirieferne Kolleginnen und Kollegen, die das vertreten, sondern sehr renommierte, empirisch fundiert arbeitende Forscher, die Sie auch genannt haben, die zu dieser Zwei-Lager-Theorie neigen. Wie erklärt man diesen Umstand, der, wie gesagt, schon auf der Werteebene doch so unplausibel ist? Eine kurze zweite Frage, gleichwohl auch, das ist hier schon angesprochen worden, ändert sich aber etwas in Bezug auf die Mitte. Und hier scheint, oder wäre hier nicht zu überlegen, ob eine weitere Dimension neben den Peeren, die Sie konzeptualisiert haben, zu berücksichtigen wäre, nämlich, Entschuldigung, die Mitte in Bezug auf Sicherheit, Stabilität der eigenen Position versus Prekarisierung, Flexibilisierung der eigenen sozialen Lage. Könnte das etwas sein, was Erklärungskraft hat und was den Wandel der Mitte dann stärker erklären würde? Vielleicht nicht hin zu Polarisierung, dann aber zu Polen, die doch Erklärungskraft auch in Bezug auf Werteäußerung. Und das sind meine Fragen. Danke. Danke. So, dann mal. Ja, ich muss vielleicht noch mal was zum Beipackzettel meines Vortrages sagen. Also ich möchte das jetzt auch nicht so verstanden wissen, dass es überhaupt keine sozusagen Konflikte gibt und dass nicht auch Polarisierung möglich wäre. Ich habe jetzt erstmal sozusagen aus der Lektüre dessen, was so auf dem Markt ist, versucht oder haben wir versucht, Hypothesen zu generieren und die wirklich mal empirisch zu testen. Und dann sieht man, dass da relativ wenig zu finden ist und schon gar nicht in der Strukturierung, wie das weithin angenommen wird. Und von daher war das jetzt für uns auch erstmal eine empirisch offene Suche nach diesen Mustern. Das heißt wirklich nicht, dass, letztendlich haben das ja alle drei aufgeworfen. Also ich würde auch nicht ausschließen, dass Polarisierung stattfindet als Prozess. Ich würde auch nicht ausschließen, dass sozusagen neue Fragmentierungen vorhanden sind und dass sich neue Konflikte aufbauen. Aber eben, wenn dann in anderer Form, vielleicht nochmal stärker ausdifferenziert, nicht so stark sozusagen mit zwei großen Blöcken, die sich gegenüberstehen. Also das muss man wirklich sehen. Ob jetzt zu Herrn Strecker, wir selber wollen da auch noch ein bisschen weitermachen, auch mit einer eigenen Untersuchung. Da könnte jetzt Prekarisierung und Entsicherung sicher ein wichtiger Faktor sein, den man da mal berücksichtigt. Also das finde ich ganz interessant. Und dann stellt man vielleicht fest, dass sich in Bezug auf die Mitte was ganz anderes tut. Die Befunde, die wir jetzt haben, die bestätigen in gewisser Weise das, was Uwe Schiemank und Herr Kumka auch publiziert haben, aber mit qualitativen Daten, dass es eben keine konfrontativen Gruppen sind, die so mit so einer Ausschließlichkeit nebeneinander stehen und sich nur negativ aufeinander beziehen. Das scheint offensichtlich nicht der Fall zu sein. Man könnte ja vielleicht auch noch fragen, sozusagen gibt es da Formen sozialer Erwünschtheit, aber bei der Migrationsfrage finden wir ja eben eine starke Streuung. Und Olaf Grosambach hat es ja auch schon gesagt, letztendlich interessieren uns die Gruppenunterschiede. Die sind schon zentral, vielleicht nicht das absolute Niveau der Zustimmung zu einzelnen Items, sondern die Gruppenunterschiede. Und da findet man eben wenig. Das heißt für mich erstmal, wir müssen weitersuchen und über diese Zwei-Lager-Theorie hinausgehen. Ich würde sagen, ja, also das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob wir jetzt safe sind aufgrund eines anderen politischen und auch Parteiensystems. Ich glaube einfach, in den USA ist die Entwicklung wahrscheinlich schon vor 30 oder 40 Jahren begonnen. Ich erinnere mich noch an ein Buch, das hieß The Big Sort, dass sozusagen diese sozialstrukturellen Sortierprozesse
gezeigt hat, also auch sozialräumlich, dass dann wirklich nur noch Wähler der gleichen Partei nebeneinander wohnen. Und das betrifft natürlich diese Frage des sozialen Austausches, des Kontaktes, der Kenntnis anderer Milieus, die Olaf Grosambach auch angesprochen hat. Ich glaube, das könnte sozusagen so ein bisschen so etwas sein wie so eine Mastervariable. Also, dass man damit vielleicht ganz viel zeigt und wo es dann wirklich Prozesse von Polarisierung stattfindet, da müssen die eben auch mit solchen Formen, ich nenne es jetzt mal sozialer Entmischung, einhergehen oder einer Verringerung der Kontaktintensität und Kontaktdichte, sodass sich dann wirklich eigene Kosmologien in spezifischen Milieus oder sozialstrukturellen Clustern dann herausbilden können. Und dann, glaube ich, verhärtet sich so etwas schnell, wenn das dann sozusagen das politische System überträgt. Aber hier würde ich jetzt erstmal sagen, für den europäischen Fall gibt es eben stark politisch getriebene Form der Polarisierung. Herr Strecker hat das angesprochen. Woher kommt denn diese Auffassung? Wenn ich auf Twitter unterwegs bin, dann glaube ich auch immer, dass wir in einer polarisierten Welt uns bewegen. Und dann gucke ich mal wieder irgendwo anders hin oder gehe mal ins Feld oder gucke ein paar Daten und dann stelle ich wieder fest, dass da sich eine ganz andere Welt abbildet. Aber dadurch, dass wir natürlich unsere Wirklichkeitserfahrung und unseren auch sozusagen empirischen Realitätstest ganz häufig auch medial vermittelt machen, dann verfestigen sich eben auch solche Auffassungen. Ja, was Olaf gesagt hat, das finde ich jetzt erstmal, würde ich jetzt als Anregung erstmal mitnehmen, also auch, um da auch mal weiterzubauen. Vielleicht kommen wir auch nochmal in direkten Austausch zu diesen Fragen. Das würde mich jedenfalls freuen. Die eine These sozusagen, ob das jetzt vielleicht so eine Art Selbstkasteiung der akademischen Mittelschicht oder der liberalisierten Mittelschicht ist und die jetzt feststellen, wir sind jetzt so abgehoben und leben nur noch in der Blase und deswegen muss die Polarisierung schon unglaublich weit fortgeschritten sein. Das kann ich nicht beurteilen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen spekulativ. Aber da könnte ich jetzt solide keine Antwort drauf geben. Gut, danke. Also bevor wir die Selbstkasteiung weitertreiben, ist als nächster Herr Reinecke dran. Ja, vielen Dank, Herr Mau. Als empirischer Sozialforscher hat mich natürlich sozusagen die Vielfalt der Methodik sozusagen auch sehr angesprochen. Und ich bin jetzt nicht der klassische Sozialstrukturforscher, sondern eher ein Einstellungsforscher. Mich hat sehr überzeugt, irgendwie dieses vierfaktorielle Design sozusagen des ESS-Instrumentes, muss ich sagen. Man kann immer die Frage stellen, ob das alles orthogonale Lösungen, immer die optimalen Lösungen sind und ob nicht auch bestimmte Dimensionen zusammenhängen. Das wäre sozusagen mehr so eine kleine Spezialfrage, die man da drin anhängen kann, aber insgesamt überzeugt das doch genau. Ich habe daraus entnehmen können, aus Ihrem Vortrag und aus den Analysen, es sind zwar oft Argumente bezogen auf Gruppen erfolgt, aber es ist ja im Prinzip alles variablenorientiert sozusagen gewesen. Und die Frage, ob der Bedeutung jetzt dieser Gruppen, Kosmopoliten, Kommunitaristen und die Mischkategorie schreit ja sozusagen geradezu danach, eine weitere Entmischung hier vorzunehmen. Und das kann man natürlich vielleicht mit eher objektorientierten Verfahren sozusagen machen, um sozusagen die Heterogenität dieser Zusammensetzung der Population in den Datensätzen sozusagen noch weiter aufzuspalten. Also das, glaube ich, wäre ganz wichtig, weil die Mischkategorie hat ja jetzt nach den ersten eher deskriptiven Analysen doch einen großen Raum eingenommen. Und vielleicht noch eine mehr, ich sag mal, soziologisch-inhaltliche Frage. Nach den Ländervergleichen wäre auch eine Konturierung oder eine Einordnung dieser unterschiedlichen Länderergebnisse nach dem, was ich sozusagen mal über Esping Anderson nach dem Wohlfahrtsregime und dann den erweiterten, nach der Öffnung des Ostens erweiterten Wohlfahrtsregime nicht auch möglich. Das heißt, so könnte man diese Ergebnis nicht in diese Typologie von Esping Anderson oder dem erweiterten Esping Anderson Modell auch rahmen, um da noch Erklärungen zu finden, warum diese Unterschiede auftreten. Also Unterschiede zwischen Polen und Ungarn sind natürlich vielleicht schwieriger darüber zu formulieren, aber vielleicht würde das auch weiterhelfen. Also vielleicht
können Sie da noch mal Ihre Position zu sagen, was Sie davon halten. Mhm. Dann hätten wir als nächsten Kurt Schmelzler. Ah, der kommt auch vom Public Viewing in. Genau, hier live aus dem Fernsehgarten in Frankfurt. Grüße an die weite Welt und an Steffen Mau. Vielen Dank für den beeindruckenden Vortrag und das war für mich wahnsinnig spannend. Was Sie gemacht haben mit der Sozialstrukturanalyse, das finde ich wahnsinnig spannend. Das zeigt uns, welche Kausalitäten vielleicht zwischen diesen Faktoren bestehen oder auch nicht bestehen, wie Sie ja gezeigt haben, dass ich ja nicht so einfach Cluster bilden lassen zwischen auch sozioökonomischen Faktoren und dann Einstellungen. Aber ich bin mir nicht sicher, was das jetzt sozusagen für die politische Wirkung dieser Identitäten, die sich da herausbilden oder nicht herausbilden, bedeutet. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es irgendwie auf eine gewisse Art irgendwie zu wissenschaftlich gedacht ist, weil für die Herausbildung von Identitäten scheint es mir gar nicht notwendig zu sein, dass es übereinstimmende Einstellungen gibt, sondern es reicht einfach aus, dass sich diese Identitäten herausbilden. Also denken Sie an Sharifs Robbers Cave Experiment. Da wurden diese Jugendlichen rekrutiert, die alle mit dem gleichen sozialökonomischen Hintergrund waren, wahrscheinlich auch alle die gleichen Einstellungen hatten zu den Fragen der 50er Jahre. Und man hat es in 2 Wochen geschafft, sie in total polarisierte Lager zu spalten. Und insofern glaube ich, dass es interessant ist, soweit wie es reicht, zu sehen, dass es vielleicht auf der objektiven Ebene nicht diese Herausbildung der Cluster gibt, was die Einstellung betrifft, aber dass es vielleicht auch subjektiv diese Blockbildung gibt. Also müsste man dann nicht Umfragen dagegen setzen, die versuchen herauszufinden, wer sich zu dem Block der Kosmopoliten oder Kommunitaristen zugehörig fühlt und was diese Identität, zu der man sich dann eventuell zugehörig fühlt, politisch bedeutet. Also wenn ich die amerikanische politikwissenschaftliche Literatur zu Polarisierung richtig deute, ist da der große Bruch, der diagnostiziert wird, dass diesen Big Sort, den gibt es schon lange und das war lange nicht so schlimm. Und jetzt gibt es seit 10 Jahren das Problem der affektiven Polarisierung. Und da geht es nicht darum, dass die Einstellungen weiter auseinandertreten, das tun sie schon lange, sondern dass diese politisiert werden und zu Mega-Identitäten werden, die sich in der Abgrenzung zueinander und in der Ablehnung gegeneinander dann politisch wirksam werden. Also ich glaube, wir brauchen da auf jeden Fall noch diese zweite Dimension, die sich die affektive Verhältnis zwischen den Gruppen und die Identifikation mit den Gruppen anschaut, in gewisser Weise unabhängig davon, was die Leute zu Sachfragen sagen und denken. Vielen Dank. Danke. Und dann würde ich noch Patrick Sachwe dazu nehmen und dann kann Herr Mau erstmal wieder antworten. Ja, Steffen, auch von mir vielen Dank für das schöne Panorama. Und ein Stück weit ist ja die Diagnose jetzt zumindest in 3 von 4 Dimensionen eine auf Entwarnung angelegte Diagnose. Und die Entwarnung, die macht sich fest sozusagen an den doch relativ geringen sozialstrukturellen Unterschieden zwischen sozioökonomischen Lagern in den Einstellungen zu diesen Fragen, die ihr euch angeguckt habt. Und ähnlich wie Joost Reinecke habe ich mich auch gefragt, ob man das aber nicht ein bisschen stärker umstellen könnte, von einer rein variablen orientierten Betrachtung hin zu einer tatsächlich stärker gruppenbezogenen Betrachtung. Weil was mir so ein bisschen fehlt, auch in der Diskussion, ist quasi, und bei Reckwitz ist das drin, die generationale Dynamik, die dem Ganzen unterliegt und die sozusagen auch den Prozess, der dem eigentlich zugrunde liegt, ein Stück weit adressiert, nämlich sozusagen die stille Revolution und der progressive Wertewandel, den Engelhardt schon früh diagnostiziert hat und der ja aber auch getrieben wird von den jungen, hochgebildeten und akademischen Gruppen zunächst mal, ja, die sozusagen dann kulturell hegemonial werden. Also die Frage wäre gerade, wenn ihr mit Predicted Probabilities und so arbeitet, ob man mit komplexeren Idealtypen, die sozusagen nach Alter, Geschlecht und generationaler Lage stärker ausdifferenziert sind, da nicht auch sozusagen zu größeren oder konturierteren Mustern in der Einstellungspolarisierung kommen könnte. Und eine Anschlussfrage wäre, also auch wenn sozusagen jetzt auf der Einstellungsebene da wenig Polarisierung sichtbar ist, auf Twitter findet sie statt und medial findet sie statt. Und als Soziologen wissen wir ja sozusagen, dass
dass Thomas-Theorem dann vielleicht trotzdem wirksam werden kann, auch wenn sozusagen wir zunächst mal in der Allgemeinbevölkerung da wenig Unterschiede finden. Also die Anschlussfrage, die zweite Frage wäre eigentlich, kann diese mediale Dramatisierung dieser Polarisierung dann nicht auch quasi zur selbsterfüllenden Prophezeiung werden, so dass sie quasi Unterschiede zu verstärken beginnt, die zunächst mal eigentlich gar nicht so stark sind. Ja, ich muss vielleicht noch mal ein bisschen auch sozusagen einen Appell an die eigene Bescheidenheit jetzt richten. Also wir machen jetzt wirklich erstmal einen ersten Schritt, wo wir sagen, es gibt diese Zwei-Welten-Theorie, die sich mit bestimmten sehr pointierten Beschreibungen verbindet. Und jetzt gucken wir mal ganz naiv in die Daten, was da eigentlich dran ist. Das ist ein erster Schritt, aber wir bieten kein Alternativmodell des sozialen Wandels und auch kein Modell des gesellschaftlichen Konflikts oder der Restrukturierung von Konflikträumen an. Ich glaube, das wäre dann vielleicht noch nicht mal ein zweiter Schritt, vielleicht auch ein dritter Schritt. Aber ich kriege hier schon eine ganze Menge Anregungen, was man dafür noch machen könnte oder vielleicht auch machen sollte. Von daher ist das schon auch sehr interessant. Also die generationale Dynamik, die haben wir jetzt nur durch das Alter eingefangen. Und da sieht man, bei manchen Bereichen schlägt es zu, aber bei anderen wiederum gar nicht. Also mich hat zum Beispiel überrascht, dass das Alter für die Frage von Ökologie, Nachhaltigkeit und implizit natürlich auch Generationengerechtigkeit nicht so zentral zu sein scheint, wie man das jetzt medial immer vorgespiegelt bekommt. Und gut, ich meine, wir Soziologen sollen ja auch Mythenjäger sein. Also wir können ja jetzt nicht sozusagen Alltagsmythen nochmal replizieren, sondern wir müssen sie auch in Frage stellen. Und als so eine Unternehmung verstehe ich das jetzt hier erstmal, dass man vielleicht mal genauer hinguckt, ohne jetzt auszuschließen, dass es auch andere Aspekte gibt, die vielleicht, wo sich mehr Veränderungen zeigt. Also was jetzt diese gruppenbezogene Betrachtung oder auch diese objektorientierten Verfahren angeht, ich glaube, das wäre so ein nächster Schritt, den man mal machen kann. Man muss natürlich immer überlegen, ob man da nicht zum Beispiel ja Gruppen erstmal so auch stark hypostasiert, also dass man die erstmal erzeugt und dann so eine ja mehr oder weniger sich verselbstständigende Kategorienbildung hat. Dasselbe wäre, wenn ich jetzt einen Fragebogen, was Herr Schmelzer ja, glaube ich, angeboten hat, Kommunitaristen und Kosmopoliten reinnimmt. Erstmal versteht das niemand. Also die Leute können sich dazu gar nicht verhalten. Und man würde damit natürlich auch erstmal diese Kategorie schaffen. Und das ist dann immer ein Problem. Und wir haben jetzt Fragen gestellt, auch nicht alle sind im Prinzip stubenrein, in Anführungszeichen. Auch die Transgender-Frage, die können wir nur so stellen, dass die Leute die verstehen. Die würde aber jetzt nicht standhalten sozusagen einem elaborierten Diskurs im Feld geschlechtlicher Identitäten, weil dafür ist sie nicht gemacht, sondern wir müssen sie so stellen, dass die Leute die tatsächlich auch verstehen. Aber ich denke, also was Herr Reinicke gesagt hat, und auch du, das sind sozusagen Anregungen, die müssen wir jetzt mitnehmen, auch die Frage der orthogonalen Lösung. Da würde ich auch sagen, das muss nicht sein. Das kann sich auch anders zueinander verhalten. Einordnung nach Esping-Anderson. Also wir machen jetzt nochmal ein neues Papier, im Prinzip das dritte jetzt in der Serie, wo wir nochmal stärker so ein bisschen, da haben wir UK auch mit drin. Und dann funktioniert das schon gut, weil wir sozusagen den südeuropäischen Wohlfahrtsstaat haben, den angelsächsischen, den korporatistisch-konservativen, skandinavischen und den osteuropäischen. Also da könnte man schon probieren, ob man mit dieser Typologie was anfangen kann. Aber da müsste ich dann drüber nachdenken, wie man das weiter entwickeln kann. Ja, Herr Schmelz, das Anmerkungen, die waren unglaublich interessant. Ja, diese Frage der Affektivität oder der subjektiven Blockbildung, da kann ich jetzt sozusagen empirisch nichts anbieten, aber das scheint mir ein interessantes Feld zu sein, wo man eben sehen kann, dass es da über das Sozialstrukturelle hinausgehende Eigendynamiken so einer Bewusstseins- oder Politisierungsprozesse geben kann. Und das ist natürlich auch bei der Klassenfrage immer der Fall gewesen, dass sich das nicht eins zu eins in Interessen übersetzt oder in eine Klassenkultur oder ein Klassenbewusstsein, sondern dass das auch geformt wird und möglicherweise auch zurückwirken kann
auf nicht nur auf die Konflikte, sondern auf die Sozialstruktur selbst und wie die sich zueinander verhalten, wer sich wo zuordnet. Und wenn man das machen könnte und da irgendwie auch das empirische Werkzeug und die Daten dazu hätte, ja, das wäre sicher sehr, sehr spannend. Aber ich kann das hier heute an dieser Stelle nicht, leider. Danke. Jetzt müsste Frau List mal an das gemeinsame Mikrofon im Fernsehgarten treten. Ja, vielen Dank. Herr Mau, inwiefern müsste Ihr Hinweis am Schluss, dass es die Polarisierung durch Politisierung gibt, durch mediale Verzerrung, nicht auch einen Niederschlag in Ihrer Heuristik finden? Oben, unten, innen, außen, wir, Sie, heute Morgen, laut und leise. Laut und leise als Dimension der Artikulationsfähigkeit, des diskursiven Gehörtwerdens, der Widerspiegelung, aber auch in der wissenschaftlichen Themensetzung und Agendasetzung. So wie wir in unserer Arbeitsdefinition des gesellschaftlichen Zusammenhalts am Forschungsinstitut diese reflexive Metaebene mit einbeziehen, den Diskurs über Zusammenhalt auch als Gegenstand der Zusammenhaltsforschung immer mitbegreifen, könnte man ja diese reflexive Ebene auch in Ihrer Heuristik wiederfinden. Vielen Dank. Ja, dann Frau Gronow als Nächste und dann Herr Schimank. Von mir vielen Dank für den schönen Vortrag und wir beschäftigen uns ja auch ganz vielfältig mit diesen Diagnosen und wie man das empirisch umsetzen kann. Ich hatte dazu zwei kurze Fragen. Zum einen fällt ja bei den Items, die Sie da benutzt haben oder zur Verfügung hatten, gerade für den deutschen Bereich, diese extrem schiefe Verteilung auf. Das heißt, eigentlich misst man ja gar keine Unterschiede, wenn alle Leute auf der Skala bei der 7 landen, die bis 7 geht. Und ein zweiter Aspekt, da wende ich mich ein bisschen gegen das Argument von Olaf Brosamberg und das wollte ich aber auch in die Diskussion einbringen, weil ich das, glaube ich, ganz wichtig finde. Wenn man Bildungsgruppen zugrunde legt für diese Diskussionen um Identitäten, dann finde ich es extrem wichtig zu reflektieren, dass diese Bildungsgruppen, speziell die hochgebildete Gruppe, natürlich viel heterogener geworden ist in den letzten Jahrzehnten. Wir haben so eine extreme Bildungsexpansion gesehen und würde ich jetzt Olaf Brosamberg widersprechen. Ich würde mal sagen, ganz großer Teil von den Leuten, die jetzt in dieser Gruppe gelandet sind, die haben aber ganz engen Kontakt mit den Arbeiterschichten. Das sind nämlich deren Eltern und Onkel und vielleicht auch noch Cousins und Cousinen. Insofern, glaube ich, wäre das auch nochmal wichtig zu berücksichtigen, weil immer so gedacht wird, als ob die hochgebildeten Schichten immer seit Jahrzehnten eine geschlossene Gruppe wären. Und ich glaube, das ist eine der am wenigsten geschlossenen Gruppen, die man sich so angucken kann. Ja, danke. Herr Schimann. Ja, Steffen, auch von meiner Seite erstmal vielen Dank für den wirklich sehr, sehr anregenden Vortrag. Die zweite Hälfte meiner Frage hat Patrick Sachwe schon gestellt, Stichwort Self-Fulfilling Prophecy, solcher medialen Überdramatisierung, finde ich in der Tat eine sehr ein Punkt, über den man näher nachdenken sollte. Aber die vorgelagerte Frage ist eigentlich auch noch interessant, nämlich warum will eigentlich wer diese Überdramatisierung, die da bei Reckwitz, aber auch in den journalistischen Aufgreifen, warum will eigentlich wer diese Überdramatisierung jetzt so gerne hören? Das heißt also, welchen Nerv der Zeit trifft das? Und ich meine, das... Politiker aller Parteien sich als bekennende Reckwitz-Fans sozusagen outen, was ja geschehen ist, von der AfD bis zur Linken. Und dass die Medien das sozusagen gierig aufgreifen, ist einfach eine Frage, wo ich glaube, es ist zu kurz gegriffen, zu sagen, naja, die Medien dramatisieren immer und die müssen alles dramatisieren. Da muss noch was anderes dahinter stecken, was diese Art von Diagnose so attraktiv erscheinen lässt im Moment. Und es ist ja eigentlich eine Diagnose, wo man sich erstmal in Problemen suhlt, die man angeblich hat, also in Phantomschmerzen sozusagen, 2/3 der Bevölkerung. Und das ist schon erklärungsbedürftig. Naja, wenn man einen Elfmeter dafür kriegt. Ja,
Ja, ich muss mich aber zunächst mal, Uwe, auch als Reckwitz-Fan outen. Also das Anregungspotenzial des Buches ist schon sehr hoch, und da sind ja auch viele Dinge drin, die ich absolut teile, die ich auch von den Beschreibungen und von den Beobachtungen teile. Aber es gibt natürlich auch Momente, wo ich jetzt erstmal sage, da müssen Empiriker vielleicht nacharbeiten und auch bestimmte Sachen dann auch an der Realität ein Stück weit abtragen. Die Frage ist sozusagen dieser medialen Empfänglichkeit, wie das eigentlich zustande kommt. Natürlich gibt es eine ganze Menge gesellschaftlicher Konflikte. Ich glaube auch, dass es eine Intensivierung von Konflikten gibt, also zwischen Trumpisten und Demokraten um das Abtreibungsrecht in Polen, die Fridays for Future-Bewegung. Und natürlich hat dann so ein Interpretationsangebot auch die Möglichkeit, erstmal eine sehr unübersichtliche Welt zu ordnen und erstmal Leitplanken zum Verstehen dieser Konflikte zu bieten, dass die eben nicht vollständig randomisiert sind, sondern irgendwie auch was mit gesellschaftlichen Wandlungsprozessen oder auch mit sozialstrukturellen Transformationsprozessen zu tun haben. Und ich würde jetzt auch nicht auf Grundlage unserer Befunde das wegwischen und sagen, das hat nichts damit zu tun. Das hat sicherlich auch etwas damit zu tun, aber nicht in dieser Dramatik und nicht in dieser Entgegensetzung, wie sich das manchmal so liest. Vielleicht muss man sozusagen auch zwischen dem sozialstrukturellen Kern und diesen Oberflächen oder den gesellschaftlichen Benutzeroberflächen der Sozialstruktur unterscheiden. Und ich glaube, wenn man das macht, also es gibt ja auch, ich glaube, wenn ich jetzt eine wirklich zugespitzte Frage zum Thema Gender-Sternchen in einen Survey reinbringen würde, dass wir da doch eine stärkere sozusagen Konfrontativität sehen würden. Das würde sich viel stärker aufspalten als jetzt bei diesen, in Anführungszeichen, vermeintlich harmlosen Fragen. Die harmlosen Fragen sind aber trotzdem sinnvoll, weil das sozusagen die Ebene von Argument ist, die dann auch bemüht wird von Leuten wie Wolfgang Merkel und so weiter, also wirklich expresses Verbes. Und deswegen finde ich es auch legitim, das zu untersuchen. Und natürlich kann jeder von uns sich Items überlegen, wo man schon von vornherein weiß, die spalten jetzt alle, aber ich habe mich jetzt erstmal an diese theoretischen Debatten angelehnt und da würde sagen, ja, die Kommunitaristen, erstmal sind es viele und sie lehnen alle die Homo-Ehe ab. Und da denke ich jetzt, empirisch ist das nicht der Fall. Das machen vielleicht 15% oder 10% der Bevölkerung. Alle anderen finden das in Ordnung und haben damit kein Problem. Sie haben vielleicht mit anderen Dingen ein Problem. Aber auf dieser allgemeinen Ebene gibt es schon große gesellschaftliche Unterstützung für diese auch identitätspolitischen Fragen. Die sind nicht so kontrovers, wie man das erstmal annehmen würde. Und wenn man das erstmal versteht, dann versteht man vielleicht auch, dass es viel mehr Anknüpfungspunktmöglichkeiten bei den unteren Schichten, bei den sozusagen Deprivierten oder Zurückgebliebenen oder wie immer das öffentlich tituliert wird, viel mehr gibt. Also die Leute haben auch eine moralische Intuition, einen Alltagsverstand, auch sozusagen so eine Gerechtigkeitsintuition, an die sie anschließen. Und es erscheint den Leuten nur recht und billig, dass Leute eben auch ihre sexuelle Orientierung frei ausleben sollen. Das ist eine Minderheit, die da davor zurückschreckt. Und das muss man eben auch verstehen. Und ich glaube, das zeigen diese Daten, aber auch andere Daten. Da sind wir jetzt nicht die Einzigen. Das zeigen andere Daten. Es gibt immer noch ein gesellschaftliches Gefälle, aber auf einem relativ hohen und auch liberalisierten Niveau. Daniela, ja, bei diesen Bildungsgruppen, das würde ich auch so sehen. Also sozusagen, Menschen sind ja keine Monaden und auch nicht vollständig sozial isoliert. Ich glaube, die Unterstellung, dass jeder, der einen akademischen Grad hat oder in der Wissenselite arbeitet, überhaupt keinen Kontakt mehr zu anderen Milieus hat, das ist einfach vor dem Hintergrund der Bildungsexpansion eine überzogene Vorstellung. Also das trage ich mit diesen recht schiefen Verteilungen. Das ist klar, da hat man natürlich nicht so viel Varianz. Wir wollen selber noch ein Survey dazu machen und auch qualitative Untersuchungen. Und dann hoffen wir, dass wir die Fragen so ein bisschen mehr zuspitzen. Und wenn man mehr Items hat, kann man natürlich auch die Batterien deutlich besser. Frau List, ja, das ist eine sehr interessante Frage. Warum haben wir das nicht drin? Ja, weil es sozusagen nicht zu dieser Axiomatik der Ungleichheitskonflikte passt oder die man zumindest als Ungleichheitskonflikte interpretieren kann. Aber ich glaube, das ist diese reflexive Metaebene ist unglaublich wichtig. Muss man vielleicht auch andere Arten von Analysen machen.
Was wir auch nicht drin haben, ist zum Beispiel die Salienz oder Wichtigkeit der Issues. Ne? Also für wie wichtig ist dann das zum Beispiel für die Leute? Die können vielleicht sagen, ja, homosexuelle Paare sollen Adoptionsrecht haben, aber ist das jetzt priorisiert als gesellschaftliche Forderung? Da würde ich denken, dass man da vielleicht auch noch ein stärkeres Gefälle sehen würde. Ja, also da, ich überlege mal, ob man aus laut und leise und Artikulationsfähigkeit noch was machen kann. Ja, also wir haben jetzt noch drei Fragen. Eine ist im Chat geschrieben und ich weiß nicht, Herr Mau, ob Sie jetzt lieber lesen wollen oder ob ich es vorlesen soll. Es geht im Wesentlichen um die Frage, ob diese Cleavage entlang der Migrationsfrage überhaupt für Menschen, die selbst eine Migrationsgeschichte haben, sagen, so wirkt, wie sie auf die, die sich nicht dieser Gruppe zurechnen, wirkt. Immer weniger. Also das wird, ist eine Frage, die ist immer schwerer zu stellen. Ja. Sehe ich auch so. Also obwohl es natürlich da auch sozusagen auch ethnische Hierarchien gibt zwischen denen, die schon länger da sind und die Staatsbürgerschaft haben und so weiter, weiß man ja, Russlanddeutsche lehnen dann häufig auch Migration ab und so weiter. Also das ist jetzt nicht exklusiv den Autochtonen vorbehalten, in Anführungszeichen, sondern geht darüber hinaus. Aber es ist eine schwierige Frage, klar, aber das ist die Standardfrage in internationalen Surveys. Dann hätten wir sozusagen eine neue Begründung für unser Tun. Es ist nicht Polarisierung, sondern Komplexität. Das wäre ja auch schon was. Aber dann hätte jetzt Rainer Forst und dann noch Herr Yildiz. Und wenn Sie einverstanden sind, würde ich damit dann auch schließen, damit wir ein bisschen in unserem Zeitrahmen bleiben. Bitte, Herr Forst. Ja, Steffen, vielen Dank nochmal. Hat mich an einige Diskussionen im WZB erinnert, wo wir beide eher auf derselben Seite gegenüber unseren Freunden vom K&K waren. Aber jetzt doch nochmal, auch im Anschluss an einige Fragen vorher, zwei Gedanken oder zwei Fragen. An den politischen Soziologen Mau gefragt. Das, was ihr jetzt rausgefunden habt, was bedeutet das für diejenigen, die erklären wollen, wieso der Brexit passiert ist, wieso die Parteiensysteme in Frankreich, den Niederlanden und ein kleines bisschen in Deutschland so über den Haufen geworfen wurden in den letzten Jahren? Und da die zweite und dann ein bisschen die Pointe dann in der zweiten Frage verstärkt im Anschluss an Kort, kaufst du dir nicht einen sehr kulturalistischen Politikbegriff hier ein oder Politisierungsbegriff? Weil wenn nämlich die sozialstrukturelle Erklärung für diese Polarisierung nicht mehr greift, dann scheint das, was du Polarisierung durch Politisierung nennst, sehr stark auf kulturelle Faktoren hinzuweisen. Und da wäre jetzt einfach nur pointiert die Frage, ist das dann nicht für einen politischen Soziologen Mau etwas überraschender, sehr stark kulturalistischer Politikbegriff, der hier dann rauskäme? Oder habe ich da was falsch verstanden? Gut, wenn wir jetzt noch Herrn Yildiz nehmen, dann klären wir diese Identitätsfrage. Ja, schönen guten Tag, Herr Mau. Auch ich lege meine Blumen in den Strauß und bedanke mich für den tollen Vortrag hier. Zwei kurze Anmerkungen, eine Frage, eine Anmerkung. Die Migrationsfrage scheint doch relativ zentral zu sein. Sie haben das ja auch eben noch mal angesprochen. Ich glaube, ich bin hier im Kreis einer derjenigen, der die Migration nicht nur aus Zahlen kennt, sondern aus der echten Realität. Und all das, was so mein Umgang mit Migrationserfahrungen angeht, würde ich sagen, hängt am Ende eine etwas desillusionierende Botschaft. Und zwar, das Denken in Polen scheint in gewisser Weise unser eigener Mythos zu sein. Wir haben eine Form von Datenanalysen. Wir gehen mit Polen rein, ob wir zwei Pole sehen oder vier Pole sehen, ist vielleicht sozusagen das Denken in Polen unser eigener Mythos. Aber nun zu meiner Frage. Sie haben ja am Ende, und das läuft ja so ein bisschen da in die Richtung hinein, dass wir sagen, wir haben auf der einen Seite natürlich mit Daten so etwas wie Zustandserhebungen, Fallbeschreibungen, was ist der Fall? Und auf der anderen Seite natürlich auch Prozessfragen, die wir an den Gegenstand stellen. Und Sie sind am Ende sowas auf sowas wie Diskursivierung hingekommen.
Ja? Mhm. Nun würde mich mal interessieren, welche diskursiven Mechanismen Sie da so im Sinn haben, wenn Sie meinen, wie sich so eine, ja, ich sag mal, so eine Kontroverse dynamisiert und vielleicht auch das passiert, was dann überraschend ist, was jetzt auch jetzt zuletzt von Herrn Forst angesprochen wurde, was Brexit und dergleichen angeht. Dankeschön. Ja, das ist natürlich eine spannende Frage, für die ich jetzt auch sozusagen kein Set an Antworten schon bereit habe. Aber ich glaube sozusagen, diese Diskursivierung wird ja von uns Sozialstrukturforschern, Ungleichheitsforschern relativ wenig betrachtet. Ne? Da sagen wir, es gibt eine Arbeitsteilung, das liegt im Feld von anderen, weil wir eben auch nicht Medienkommunikation beobachten oder öffentliche Kommunikation. Aber wenn man das wirklich konsequent machen wollte, dann müsste man das eigentlich miteinander verbinden. Also dann braucht es wirklich diese mediale Ebene, also bis hin zur Kommunikation in neuen sozialen Medien, um überhaupt herauszufinden, wie sind eigentlich die Wege von diesen sozial strukturierten Einstellungen oder auch nicht so stark strukturierten Einstellungen hin zu einem politischen Diskurs, der erstmal sehr auseinandergeht und der erstmal das Gefühl verleiht, dass Leute da in so einem konfliktären Modus miteinander koexistieren. Und ich würde jetzt mal sozusagen mit der Kultursoziologin Michelle Lamont so ein bisschen antworten. Also es gibt eben kulturelle Repertoires und auch moralische Repertoires, so wie wir das mal in einem Aufsatz genannt haben. Also, dass es bestimmte Kontexte gibt, wo man auf ein Set oder ein Register von Argumenten, die man aktualisieren kann, zurückgreifen kann. Und das ist nicht wahllos, das hängt von den sozialen Kontexten ab. Und man müsste die sozialen Kontexte sozusagen mit betrachten, in denen es spezifische Empfänglichkeiten gibt. Also zum Beispiel die Frage des postkolonialen Erbes oder des Rassismus, die war ja vor 20 Jahren noch viel drängender, aber sie war nicht stellbar und auch nicht öffentlich artikulierbar in dieser Weise. Und heute drängt sie sich eben sehr stark nach vorn, aus inhaltlichen Gründen zu Recht, aber substanziell an den Themen an sich hat sich ja jetzt nicht alles zum Schlechteren verändert, sondern da hat sich auch was gelockert. Also es muss eben auch einen gesellschaftlichen Resonanzraum dafür geben. Und das ist dann wirklich die Frage, das mal zu untersuchen, wann die eigentlich entstehen und was das eigentlich mit sozialstrukturellen Wandlungsprozessen zu tun hat. Und das geht vielleicht auch wieder zurück auf die Frage von Frau List, also nach dem Laut und Leise, nach der Artikulationsfähigkeit. Also es sind eben andere Gruppen, die in die öffentliche Arena hineingeraten und die plötzlich Fragen und Themen hineinbringen können, die vorher unstellbar waren. Also ich sage jetzt doch noch mal was zu Ostdeutschland. Sozusagen dieser Ostdeutschland-Diskurs hat sich ja in den letzten 3-4 Jahren auch wahnsinnig stark gedreht. Und das hat eben möglicherweise auch was mit diesem Integrationsparadox zu tun, dass viele Leute eben noch angekommen sind und jetzt eben ihren legitimen Platz am Tisch mitbehaupten und eben dann andere Perspektiven, auch andere diskursive Themensetzung da mit hineinbringen. Also von daher hat sozialstruktureller Wandel schon was damit zu tun. Also die Fähigkeit zur dauerhaften Marginalisierung von Gruppen, die kann sich über die Zeit eben verändern und auch abschwächen. Und wenn diese Gruppen dann nach vorne treten, dann hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass sich sozialstrukturell was verändert hat. Das ist nicht nur ein reines sozusagen Epiphänomen, das nur auf Diskurse bezogen ist. Und zu deiner Frage, wenn man jetzt mal unterscheidet zwischen einem sozusagen ökonomistischen, einem kulturalistischen und einem politischen Politikbegriff, dann würde ich mich eher jetzt bei dem letzten, weil ich sie jetzt sagen würde, Politics matters. Und ich würde auch beim Brexit sagen, dass sozusagen ohne das permanente Schürfen an diesem Thema von Cameron und auch schon und so weiter, wäre diese Politisierung oder auch diese Spaltung so nicht erzeugt worden. Die ist nicht einfach sozialstrukturell da und gegeben,
möglicherweise gibt es unterschiedliche Anknüpfungspunkte, sondern sie wird eben medial und politisch, auch durch politische Unternehmer, durch Hasardeure und Quartalsirre eben auch mit erzeugt. Und das ist dann schon auch ein sehr politischer Begriff, der jetzt nicht rein kulturalistisch auf Wertecluster zurückgreift, sondern eben sagt, ja, da machen Politiker eben einen Unterschied. Und das würde ich auch für Trump und Bolsonaro und so weiter, also wenn ich jetzt mir jetzt sehe, wie Biden schon die USA in so kurzer Zeit verändert hat, wenn man sich vorstellt, solche integrativen Präsidenten, die so eine Haltung und auch Ansprache haben, würde über 30 Jahre in der Macht bleiben. Ich glaube, das Land würde einfach anders aussehen bei einer sehr ähnlichen Sozialstruktur oder konstanten Sozialstruktur, obwohl das natürlich nur eine theoretische Annahme ist. Aber von daher würde ich schon sagen, der Zusammenspiel von Politik und Sozialstruktur ist schon entscheidend, ist schon wichtig. Aber es gibt eine Eigendynamik des Politischen, die auf das Sozialstrukturelle und mögliche Polarisierung wirken kann. Ja, ganz herzlichen Dank zunächst Herr Mau und auch an alle, die Fragen gestellt haben. Wir sind ja in den letzten Tagen daran gewöhnt worden, dass ein Spiel nicht nach 90 Minuten entschieden ist, sondern in die Verlängerung geht. Das will ich Ihnen nicht für heute androhen, sondern ich wollte eine Brücke schlagen dazu, dass Herr Mau ja Mitglied unseres Beirates ist, wir also die Diskussion ganz gewiss fortsetzen. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es ein Dialog und keine Beaufsichtigung unserer Arbeit. Und darauf freue ich mich ehrlich gesagt sehr, weil ich die auch Fähigkeit, Thesen so zuzuspitzen, dass sie für die Diskussion bereitstehen und man sich daran reiben kann, sehr, sehr schätze. Und ich glaube, davon werden wir sehr profitieren. Haben Sie herzlichen Dank für diesen schönen Abend, den Sie uns spendiert haben und zu dem Sie uns eingeladen haben. Ich würde jetzt mal alle an die heimische Bar schicken, denn wenn Sie versuchen, sich zu treffen, bis auf die kleine Frankfurter Gruppe, die das schon vororganisiert hat, könnten es lange Wegezeiten geben. Vergessen Sie bitte auch nicht, dass es morgen früh mit dieser Jahrestagung weitergeht und demzufolge nicht zu exzessiv an der Bar verharrt werden sollte. Ich bedanke mich nochmal für die Einladung und dass Sie alle dabei geblieben sind und auch die tollen Fragen, die ich bekommen habe. Mhm.